Heute seht ihr die besten sicheren Hausmomente aller Zeiten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo und ein Like da und schaut unbedingt bis zum Ende und los geht's. Freunde, wir rauben jetzt einen Millionären aus und werden seine ganzen Diamanten stehlen. Ich liebe Diamanten, da wären wir super reich, Sim Lucky. Let's go, wir sind schon bei seinem Zuhause. Okay, Mission Millionär ausrauben ist fehlgeschlagen. Oh nein, dort vorne ist er ja. Aber warte mal, den kenne ich irgendwoher. Was ist das für ein Millionär? Stimmt, ich kenne den auch irgendwoher. Okay, was machen wir denn jetzt? Oh Mann, nicht schon wieder zwei kleine Kinder, die mich ausrauben wollen. Was? Ausrauben? Wir doch nicht. Wir wollten nur ihnen einen Kuss geben zum Einschlafen. Ja, einen Kuss geben. Ja, stimmt wirklich. Spart euch eure Ausreden. Ich werde euch in meinem berühmten Gefängnis einsperren und euch den ganzen Tag vollfurzen. Sim Lucky, ich dachte, ihr lebt ein Millionär und kein Polizist. Ich möchte nicht ins Gefängnis. Okay, entspann dich. Wir müssen hier irgendwie wegkommen. Ich habe eine Idee. Ich habe Plan B. Fluchtplan, Ukri. Schau mal. Da hinten ist eine richtig schöne Polizistin. Oh Mann, hoffentlich fällt dir darauf ein. Eine Polizistin? Wo? Ich liebe Polizistinnen, komm her! Komm schon! Oh nein, oh nein, Ukri! Verfolgt uns schnell weg hier! Ey, das war keine gute Idee! Abschmeiß hier rüber, Ukri! Aua! Das tat weh! Ich werde euch doch bekommen, ihr entkommt mir nicht! Oh Mann, wie kann der so schnell sein, obwohl er 3 Tonnen wiegt? Guck mal, wie dick der ist! Junge, nein, Ukri! Hier ist ein Gefängnis! Wir müssen hier schnell abbauen! Oh nein, wir müssen hier lang, Ukri! Schnell! Hier ist zu! Schnell weg hier! Hast du es gehört? Der will uns die ganze Zeit voll pupsen! Weg hier! Komm schon! Freunde, wir laufen schon so lange! Ukri, beeil dich! Der Furz ist doch immer hinter uns, schnell! Mann, wir laufen schon den ganzen Tag! Und warte mal, was ist das hier bitte sehr? Ukri! Aufpassen! Sprengen! Spreng die Brücke, die sprengen! Ich hab ein Feuerzeug, Ukri! Spreng das! Und zack, komm schon! Und schnell! Nein, du kriegst uns niemals! Oh, ihr Halunken! Ich werde euch noch kriegen! Wartet ab! Wie kommst du jetzt rüber? Hier ist überall Lava! Du hast keine Chance! Wir sind in Sicherheit! Stopp, Ukri! Oh nein! Wir kommen hier gar nicht weg! Hier ist alles mit einem Berg eingezäunt! Oh nein, siehst du das? Wir kommen hier echt nicht weg. Dort vorne ist überall ein Felsen. Oh nein, das heißt, wir sind hier in einer Sackgasse! Haha, ich habe eine Idee. Ich hole ein Jetpack und komme in 10 Minuten wieder. Dann werde ich euch vernichten. Was? Oh, krass, ist gut. Junge, der will den Jetpack holen, dann kommt er wieder. Und dann kann er hier rüberfliegen. Das ist gar nicht gut. Los, in 10 Minuten. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Was machen wir in 10 Minuten? Wie sollen wir hier rauskommen in 10 Minuten? Ey, Ukri, das ist unmöglich. Denkst du wirklich, wir können hier rüberspringen? Nein, zurück kommen wir auf keinen Fall mehr. Hier sind überall Berge, die uns aufhalten. Ukri, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir werden jetzt das sicherste Haus bauen, damit wir vor Barry entkommen. Oh ja, lass das machen, Sim Lucky, 100%. Komm schnell, Ukri, wir bauen es. Ey, Freunde, wir werden das sicherste OP-Haus bauen mit ganz vielen Fallen, wo Barry auf jeden Fall reinfallen wird. Ey, der wird uns niemals in sein Pupsi-Gefängnis stecken. Wir dauern nicht, Junge, wir werden ihn davon aufhalten. Let's go! Freunde, wir sind die Besten. Ich hab mich jetzt gefällt. Aber ey, wir bauen in dieses sicherste Haus. Stimmt, Ukri, du hast recht, wir haben gar keinen Kreativmodus. Das heißt, wir können gar nichts bauen. Aber ich werde dich Sim Lucky, wenn ich dafür nicht eine Idee habe. Ukri, schau mal, was ich in meiner Hand habe. Ein Hackergerät. Was? Ein Hackergerät? Was können wir damit machen, Sim Lucky? Wir können damit in den Kreativmodus gehen. Damit habe ich schon den ein oder anderen Diamanten von dir geklaut. Was? Als ob wir? Was bist du für krasse Hacker, Sim Lucky, Junge? Ich bin halt Hacker und weißt du was? Wir aktivieren das jetzt und sind jetzt im Kreativmodus. Let's go! Ukri, bist du im Kreativmodus? Nee, aber warum? Hey, Sim Lucky, was soll das, Junge? Ich dachte, wir gehen in Kreativmodus. Freunde, es klappt gar nicht. Die Batterie ist leer. Oh Mann. Ey, Ukri, das heißt, wir brauchen wieder vollen Akku. Aber wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Die Zuschauer haben doch voll viel Energie und Kraft, die die mit uns teilen können. Stimmt, Freunde. Lass allen in den nächsten 3 Sekunden ab und Like da, damit wir mehr Energie kriegen. Ein Like, ein Energie. Sui, Leute, alle Like und abonnieren. Komm schon, Freunde, damit wir vor Barrier kommen. Und du, hey, die Energie lässt sich wieder auf. Junge, Ukri. Und jetzt können wir wahrscheinlich in den Kreativmodus. Ey, danke, Leute, ihr seid die Besten. Wow, ey, Ukri, ist das wirklich? Ich glaube, wir sind im Kreativmodus.
Aber Ukrid, der verschwindet, wenn Barry wiederkommt. Oh ja, stimmt, der geht nur für 10 Minuten. Das heißt, wir müssen uns beide ein schnell sicheres Haus bauen. Fangen wir direkt an, Simlaki. Okay, du hast recht, wir werden jetzt ein richtig sicheres Haus bauen. Als erstes müssen wir aber ein Haus überhaupt bauen. Wir haben noch gar keins, Ukrid. Oh nein, aber ich habe eine Idee, wie wir eins bauen können. Du hast doch bestimmt auch noch ein paar Hacks drauf, oder nicht? Ja, Ukrid, natürlich kann ich hacken. Ich werde jetzt hier ein riesiges Haus hinhacken. Und das müssen wir dann mal erstmal noch upgraden, damit es komplett sicher ist. Let's go, Zoe, hack rein, Junge. Okay, Freunde, wir benutzen jetzt ein Command //hack und hack jetzt ein riesiges Haus hier hin. Und zack. Und let's go, Freunde. Schaut euch das mal an. Ey, es hat einfach geklappt. Ich habe hier ein Haus hingespawnt. Und sogar ein rotes Haus. Hä, wie cool. Oh ja, ein rotes Haus. Aber warum kein blaues mal? Rot ist voll schlecht. Hä, weil rot die beste Farbe ist, okay. Und schau mal. Ja, das Haus hat sogar ein blaues Bett. Let's go, hier in dem Bett kann ich schlafen. Okay, keine Zeit für Schlafen. Wir müssen jetzt ein richtig sicheres Haus bauen, damit Barry auf keinen Fall hier reinkommt. Und jetzt ist das gar nicht so sicher. Da kommt sogar dieses kleine Schaf da rein, Junge. Du hast recht, okay, das ist gar nicht gut. Ey, wir müssen dir jetzt was einfallen lassen. Ich habe voll die gute Idee. Wie wäre es, wenn wir das Haus einfach verwandeln in Obsidian? Was, in Obsidian? Junge, wollen wir das Haus upgraden, Ukri? Stimmt. Upgraden in Obsidian, damit es Explosionsschutz hat. Ja, Freunde, da kann es nicht mehr vom TNT explodiert werden. Ihr wisst ganz genau, Barry, ey, der ist so stark. Stell dir vor, Barry kommt mit seiner ultimativen Form und will das ganze Haus versuchen zu vernichten in seinem Roboteranzug. Nein, das wäre ganz so gar nicht gut zu machen. Schnell, mach es in Obsidian mit deinem Hack. Das heißt, Freunde, wir machen jetzt hier die zweite Markierung und jetzt gleich werden wir alles Obsidian verwandeln. Let's go! Was, let's go! Okay, es hat geklappt. Schaut das, Mann. Junge, das ganze Haus ist aus Obsidian. Boah, let's go. Jetzt ist es explosionssicher vor TNT. Damit du nicht hast recht. Explodiert. Guck mal, wie cool. Ukri, ich auch gerade. Haben wir beide denselben Gedanken. Die Tür, Junge. Da kommt man noch easy rein. Die kann man einfach aufbrechen. Stimmt, du hast recht. Ey, lass ihn kaputt machen, Ukri. Wir brauchen eine sichere Tür. Hier, guck, ich habe eine Eisentür, Junge. Was für eine gute Idee, oder nicht? Da kommt er lieber als rein. Ukri, nein, das ist was für Noobs. Eisentüren, da kann er auch reinkommen, Ukri. Was? Niemals. Ja, hey, guck mal, um eine Eisentür aufzukriegen, dafür brauchen wir einen Hebel und da müssen wir ihn daneben machen. Den kann er auch drücken, Ukri. Ist dir schon klar, oder? Oh nein, wir brauchen was anderes als eine Eisentür. Aber es gibt nichts anderes, doch, oder? Doch, ich habe eine Idee, Ukri. Nämlich haben wir ein paar Mods installiert und wir können diese Custom-OP-Tür holen. Wow, schau dir das mal an. Ich habe jetzt eine Scanner-Tür und die geht immer nur dann auf, wenn die unser Gesicht sieht. Schau dir das mal an. Jetzt geht die auf. Und Ukri. Warte mal, ich glaube, bei dir geht die gar nicht auf. Warte mal. Schau dir das mal an. Du kommst da nicht rein. Immer nur, wenn ich da reingehe, geht die auf, Ukri. Nein, nicht dein Ernst, Simlaki. Oh, doch, schau. Und die scannt mein Gesicht und jetzt ist die wieder offen, Ukri. Aber die andere bleibt die ganze Zeit offen. Was ist da falsch? Schau, jetzt ist richtig, Ukri. Du kommst da nicht rein. Du kommst mit meiner Hilfe hier rein. Guck, ganz easy. Okay, schnell. Okay, Ukri, lass uns das weitermachen. Guck mal, hier vorne ist noch Holz. Das müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Oh, Alter, ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen das Grundgestein auf jeden Fall aus Bedrock, weil Bedrock ist unzerstörbar. Aus Bedrock? Was, Junge, woher hast du Bedrock? Ja. Ja, Bedrock, Junge, du weißt ganz genau, Billy macht richtig auf Pupsi und da kommt manchmal Bedrock raus. Ich habe das ganze Pupsi dann gesammelt. Und jetzt baue ich das ganze Bedrock hier hin. Ukri, Junge, was redest du da? Was für Billy macht Bedrock Pupsi? Das hier ergibt gar keinen Sinn, Ukri. Oder manchmal seine Pupsi ist so hart, dann denke ich wirklich, das ist Bedrock. Okay, Ukri, weißt du was? Ich höre dir gar nicht mehr zu, Junge, weil du redest nur Pupsi. Aus deinem Mund kommt Pupsi. Ist ein Lucky, Junge, vergiss nicht, Junge. Weißt du, was ich jetzt mache, Ukri? Ich werde jetzt hier sofort weitermachen, nämlich mit einer Grube um das ganze Haus herum. Guck mal, und dann werde ich hier gleich Wasser platzieren, aber kein normales, sondern Fake-Wasser, giftiges Wasser werde ich hinmachen. Ach so, damit du Barry einfach reinlegst, oder was? Ja, ganz genau, der läuft ja hier rein, der denkt so, normales Wasser, Junge, warum bauen die da Wasser hin? Du denkst sich, ja, ich komme hier easy durch und dann geht der hier rein und wird Damage kriegen, denn, Freunde, wir kriegen jetzt keinen Damage, weil wir sind gerade im Survival-Modus, aber wenn man hier in den Survival-Modus geht, dann kriegt man richtig viel Schaden. Wir testen es immer aus und ich muss nicht schnell wieder raus. Oh, Junge, das macht richtig viel Schaden und kriegt das krasser als Lava. Alter, was? Ey, aufpassen, ihr Junge. Wir dürfen hier später auf jeden Fall nicht reinfallen. Aber Simlaki, der ist so dick, Junge. Die macht das gar nichts aus. Der bekommt eh keinen Schaden, oder? Ich weiß nicht, Ukri. Ich glaube schon. Ich glaube, der wird Schaden kriegen. Aber Ich würde sagen, wir bauen das hier noch ein bisschen runter, damit der auch dann nochmal stecken bleibt. Stimmt, unten, ja, oder? Richtig gute Idee. Lass es richtig tief machen. Okay, let's go. In der Zeit platziere ich hier schon mal überall Wasser. Fake
Wasser. Junge, der Wetter ist sowas von Top einfallen. Ja, mach Okri, mach, und ich mache jetzt schon weiter mit der nächsten Idee, denn Freunde, ich habe schon eine richtig coole Custom-OP-Idee. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Wir brauchen natürlich auch Ausrüstung. Das heißt, wir brauchen etwas, um uns zu verteidigen, Okri. Wir brauchen Waffen. Boah, stimmt, Blacky, aber was hast du denn für Waffen unterwegs? Ja, ich zeig dir, wie wir das jetzt machen, Okri. Komm mal hier erstmal in unser Zuhause rein, unser sicheres Zuhause. Und beeil dich, Okri, bevor die Türen hier zugehen, denn die öffnen sich okay, nur durch mich. Ja. Ja, Okri, jetzt platzieren wir hier eine Kiste. Eine für mich und eine für dich. Und weißt was? Die sind richtig krass geschützt. Da kann niemand reingucken, außer wir. Ich stimme, damit Barry hier nicht reinkommt und dann holst du doch die ganzen Waffen aus der Kiste. Okri, du musst jetzt. Oder? Ja, ganz genau, Junge. Stell dir vor, der klaut uns Waffen. Nein, Freunde, wir haben richtig krasse Waffen. Aber der klaut nicht. Ja, doch, Okri, Barry. Barry ist kein normaler Polizist. Junge, ist Pupsi-Polizist. Du weißt doch ganz genau, der macht illegale Sachen auch. Stimmt, Barry kann auch dann die Waffen einfach beschlagnahmen und dann uns anzeigen, weil wir Waffen haben. Du hast recht, Okri. Und deswegen, Okri, brauchen wir sichere Kiste. Schau mal, das ist einfach eine Kiste mit Passwort. Aber du musst ein krasses Passwort erstellen, ne? Nicht, dass Barry darauf kommt und uns die Waffen klaut. Ich erstelle auch eine Kiste mit Passwort. So. Ja, du, du hast die hier rechts, Okri. Ich habe die hier links und ich würde sagen, mein Passwort 1, 2, 3. Let's go. Das ist krass. Das ist krass, Mann. Nicht dein Ernst, Okri. Was für 1, 2, 3 darauf kommt jedes kleine Kind. Ey, Okri, was tust du da überhaupt rein? Soll ich dir mal zeigen, was ich für Waffen hab? Ja, zeig mal her, Sebastian. Schau mal, was ich in der Hand hab. Ja, Okri, stell dich mal da hinten hin. Stell dich mal hier hin, Okri. Komm mal hier hin. Warte mal, wo? Da? Ja, geh mal da hin. Und jetzt, Freunde, jetzt pranken wir ihn. Und was denn jetzt? Ja, Okri, guck mal, wo ich bin. Und jetzt. Bam! Puss! Wow! Ups, Okri, das... Lucky, dein Ernst? Jetzt müssen wir das hier alles wieder zubauen. Das wollte ich jetzt nicht, Okri, sorry. Mach das einfach mit der magischen Axt und weißt du was? Ich tue jetzt meine ganzen Waffen dort rein. Hast du gesehen, was für OP-Waffen ich habe? Wir schießen die gleich einfach ab mit Bazooka. Junge, gib mir auch so krasse Waffen in meine Okri, Kiste. Du weißt mein Code. Junge, davor musst du deinen Code besser machen, weil der ist komplett schlecht. Eins, zwei, das schlechteste Passwort. Ich mache jetzt, Freund, Passwort 159123. Richtig krasses Passwort, Freunde. Schreibt jetzt in die Kommentare, was das Passwort ist. Ich wette mit euch, ihr habt das Passwort schon vergessen. Freunde, ich hab's selber vergessen. Spaß hab ich natürlich nicht. Und da tun wir jetzt unsere ganzen krassen Waffen rein. Schau mal, Granatenwerfer, Bazooka, Minigun und was ist das bitte? Sehr junge Maschinenpistole. Ey, das ist so krass, ich hab sogar Granaten. Alter, wie OP sind die Waffen? Okri, ich geb dir auch welche, okay? Ey, Seblaki, komplett egal, was du für eins hast. So ein krass wie ich hast du niemals. Hä, was hast du für Waffen, Okri? Guck mal hier, was ich für ein Schwert hab. Ich hab einfach das Enderschwert. Das Enderschwert. Junge, zack. Wow. Alter, du kannst dich teleportieren, Okri. Junge, gib mir das auch ab. Mich teleportieren, Okri, ich geb dir jetzt all meine ganzen Waffen auf dem Dorf. Wir müssen mir auch eins geben. Komm schon. Warte, Seblaki. Schau mal, was ich mit dem Schwert kann. Komm mal hier raus. Zeig mal her, Okri, zeig mal her. Guck mal hier, das Chicken und zack. Wow, Junge, Alter, was hast du bisher gemacht? Du hast einen Enderkristall erschaffen. Oh ja, und jetzt schau, was mit dem Enderkristall auch machen kann. Wow, Alter, ich hab die Idee, Okri. Wir platzieren hier ganz viele Enderkristalle und dann schießen wir die mit einem Bogen ab, wenn der zu nah kommt. Eben, da werden die explodieren und er wird dann mit explodieren, mit den Enderkristallen. Ey, du hast recht, lass uns das machen. Okay, so, hier platzieren wir einen. Ja, mach da einen hin, Okri, und ich bereite hier schon mal einen Bogen vor. Aber so Blacky, ich kann nicht so viele platzieren. Lass uns einfach hier vorne beim Eingang einen platzieren, okay? Okay, wir platzieren nur einen, Okri, und den schießen dann mit der Pistole ab. Und jetzt, Okri, lass uns jetzt erstmal wieder unsere Base ein bisschen sicherer machen, weil wir sind die ganze Zeit nur mit Waffen beschäftigt. Schau mal, ich habe einfach eine Portal-Gun. Schon das, Mann. Eine Portal-Gun? Ja. Nein. Ja, aber was davor... kann eine Portal-Gun, Simlucky? Junge, weißt du nicht, was eine Portal-Gun kann, Freunde? Wisst ihr, was eine Portal-Gun kann? Das kann einfach Portale erschaffen, Okri. Und wenn wir hier feststecken in der Basis und keinen Weg mehr raus haben, dann müssen wir einen Notausgang haben. Das ist jetzt das Portal, okay? Okay, warte mal. Mach mal hier genau hier vorne vorm Bett ein Portal hin, okay? Okay, genau. Hier. Okay, hier, zack. Portal. Wow! Alter, schau mal an! Wir müssen noch ein zweites Portal erschaffen, okay? Okay, das zweite Portal machen wir. Ich hab eine Idee. Warte mal, das machen wir. Wir machen das hinter das Haus hin. Ja, okay, komm auf den Baum hier vorne ist. Let's go, oder nicht? Let's go, ja, komm da oben auf den Baum. Der wird uns ja niemals finden, wenn wir Notausgang benutzen. Und zack, ich mach das da oben hin. Bam, hat es geklappt, Okri? Du musst hier einen Baumstamm machen. Hier einen Baumstamm. Okay, hier einen Baumstamm. Komm, jetzt let's go, lass uns mal testen. Sie hat nur zweimal das gleiche Portal geschossen. Junge, es war aus Versehen. Okay, aber jetzt klappt es. Warte mal. Okri, was mit der Welt passiert? Siehst du mich? Junge, alles fängt an zu buggen bei mir. Hat geklappt, Okri. Aber es buggt komplett rum, Junge. Junge, die Portale haben ganz Minecraft kaputt gemacht, Okri. Puh, Freunde, der Bug ist wieder weg. Und schaut euch das jetzt mal an. Ich kann jetzt hier einfach reingehen. Zack. Und jetzt bin ich in der Basis drin. Oida, Simlucky, wie cool ist das denn? Ey, Okri, komm mal auch durch das Portal. Okay, warte. So, zack. Und zack. Siehst du mich? Warte mal, jetzt bist du da ganz hinten, lol. Und jetzt komm wieder zurück, Okri. Mal hier vorne bin ich ja. Und? Hey, du
ist das denn bitte? Ja, guck mal, ich kann nicht auch wahrscheinlich von hier aus sehen. Lol, Okri, was geht ab? Ey, was geht ab, Simlucky? Ich geh wieder rein. Okay, weißt du was, Okri, wir müssen jetzt noch sicherer machen, weil das reicht noch lange nicht. Ja, auf jeden Fall, Simlucky. Schau, ich habe eine richtig gute Idee. Du meinst ja eben, dass wir hier irgendwie alles sicher machen müssen mit Minen. Und das, die kann ich leider nicht so oft platzieren, die Kristalle. Deshalb, lass uns einfach richtige Minen platzieren, die aber richtig getarnt sind. Schau mal. Zack. Stimmt, du hast recht. Warte mal, was ist das? Ist das eine Mine? Ja. Okri, darf ich da mal drauf treten? Nein, lieber nicht, Simlucky. Ich würde mal hier treten auf die. Treten auf die hier. Warte mal, Okri, ich bin gerade draufgetreten. Da passiert einfach gar nichts. Hä? Ja, im Kreativmodus bist du vielleicht, Simlucky. Ja, Okri, nee, das klappt einfach nicht, Junge. Auf wie viel wetten wir, dass das nicht klappt, Okri? Schau. Klappt. Ja, Okri. Okay, ich nehme alles zurück. Okri, das klappt wirklich. Junge, dann hast du wieder alles explodieren lassen. Okay, sorry, Okri, klappt wirklich. Ich hab, Alter. Kannst du mir auch mal diese Minen geben? Was ist das bitte für OP-Minen? Junge, die sieht man ja nicht mal. Kriegst du die Minen. Du hast damit auf jeden Fall keine guten Sachen, Simlucky. Okri, wir spielen im Team und nicht gegeneinander. Gib mir auch die Minen. Hier, nimm dir ein paar Minen, ein paar. Dirt so, Papierform. Alter, das sind einfach getarnte Minen. Wie cool ist das denn? Okri, jetzt müssen wir aber aufpassen, ne? Oh, ja. Nein! Ja, ich bin schon wieder explodiert. Okay, weißt du was, Okri, ich gehe in Creative-Modus. Ja, auf jeden Fall, Simlucky. Was machst du für Faxen, Junge? Ganz schnell. Oh, Mann. Ey, Okri, du musst es hier wieder mit der magischen Axt reparieren. Ich mache hier noch mehr Minen-Hit. Junge, wenn hier Barry lang geht, der müsste so in die Luft fliegen. Das Haus kaputt, Alter. Nein, keine Sorge, mache ich nicht, Okri. Ich platziere ganz viele Minen. Zack. Okay, Okri. Ach, Mann, Simlucky, du kleiner Vollhonk. Hä? Was denn? Das ist gesagt, Okri. Junge. Alter, bleib mich nicht. Nein. Ey, weißt du was, Okri, ich hab noch bessere Ideen. Wir nehmen hier einfach Geschütztürme und damit werden... Junge, Barry wird so abgeschossen von denen und die machen wir hier überall um das Haus rum. Junge, Barry hat keine Chance, hier reinzukommen. Du das machst, Simlucky, mit diesem krassen Geschütztürmen, werde ich hier ganz viele Dirt-Minen platzieren. Let's go! Und schau mal, Okri, ich mach die alle richtig aggressiv. Junge, aber dann werden die auch dich attackieren, ne? Ach, Simlucky, keine Sorge, ich werde einfach... Warte mal, mich? Nein, auf keinen Fall! Ja, Okri, sorry, ist jetzt so und ich mach die jetzt alle richtig aggressiv, Junge, die werden jetzt jeden attackieren. Junge, schau den Tisch mal an. Ganz viele Geschütztürme, aber du bist auch Creative Mode. Und Freunde, ich werde jetzt hier noch richtig viele Fallen platzieren. Guck mal, der wird da drauf treten und der wird ja einfach in ein Gefängnis sein. Barry in einem Gefängnis, ist das nicht komisch? Sollen wir das mal aussetzen, Simlucky? Mal schauen, ob das wirklich funktioniert, okay? Okay, test aus, ja, komm. Safe nicht, oder? Ja, dann hat sowas mal gut funktioniert. Hat gar nicht funktioniert. Nein, das hat nicht gut funktioniert, weil das Gras. Wegen dem Gras. Aber weißt du was, Okri? Ich mach das ganze Gras jetzt hier weg. Und dann klappt das, Okri. Guck mal, ich platziere das jetzt hier überall. Hier musst du platzieren. Guck mal, und jetzt. Boom, Alter, ich bin einfach. Wow. Ey, Okri, jetzt kommst du gar nicht mehr raus. Ich lass dich jetzt nicht mehr raus, Okri. Hilfe, raus, Alter. Ey, Junge, Okri, spreng hier nichts in die Luft, okay? Ich helfe dir, Okri. Alles gut, Junge. Alter, Lucky, was hast du da eben noch für Geschütze platziert? Lass uns die mal auch anschauen. So, warte mal, ich mach hier erstmal das hier alles weg, Okri. Junge, aufpassen, Okri! Ey, du bist von Geschützen attackiert! Ey, du musst Kreativmodus! Die Geschütze haben einfach hier die Minen explodieren lassen. Nein, das warst du, Okri, weil du Survival-Modus warst. Junge, du musst ein bisschen aufpassen. Ich platziere jetzt hier noch überall diese ganzen Käfige. Zack, 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 Junge, wenn Barry da reintretet, Junge. Das ist ein ganzes Minenfeld hier. Ich weiß nicht, ob der Käfig den aufhalten kann. Der ist ziemlich dick für den Käfig. Stimmt. Ich glaube, der passt da gar nicht rein. Junge, der ist so dick, dass der Käfig einfach aufplatzt. Oh ja, was? Stell dir vor, der macht eine Pupsi-Wolke dort rein. Die Pupsi-Wolke zerbricht die Stangen, Junge. Junge, die Pupsi-Wolke geht durch die Stangen, durch auf uns, Okri. Oh ja, 100%. Ist gar nicht gut. Freunde. Der vergiftet der uns. Ey, wir müssen jetzt richtig übertreiben. Weißt du was? Ich mache hier nicht nur Fake-Wasser, ich mache hier noch einen Lavagraben hin. Entspann dich, Simlucky. Keine Lava, sonst explodierst du durch die Bienen und die brennen ab, Junge. Okay, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Wenn wir keine Lava benutzen, dann lass uns doch einfach Laser benutzen. Oh, da ist Simlucky noch eine bessere Idee. Wenn wir keine Lava benutzen, dann lass uns doch einfach Ghost-Blöcke benutzen. Ghost-Blöcke? Hä, was ist denn bitte sehr? Warum Ghost-Blöcke? Schau. Ey. Ja, was willst du mit den Ghostblöcken jetzt machen? Ey, Simlucky, wir benutzen einfach hier vorne eine Falle aus Fake-Gras. Hä? Und danach machen wir die Laser-Ukri. Lol, Fake-Gras? Okay. Stimmt, so, hier vorne. Zack, zack, zack. Junge, mach das doch nicht so breit. Das ist voll unnötig. Nimm. Schau mal, wir können das hier vorne platzieren, Simlucky. Und dann fällt man einfach runter. Aber Ukri, wir müssen das noch tiefer. Wow, ey, wie krass das mit der. Und, Junge, sieht einfach aus wie normales Gras. Baby, wird da so reinfallen? Oh ja, das sieht ganz normal aus. Ganz aber normal, stinkt normal, aber das dann bringt da gar nichts, wenn er hier reinfällt. Das sind nur drei Blöcke. Weißt du was? Mach Lava oder halt Stacheln runter. Nein, keine Lava. Wir machen Stacheln, damit sein dicker Popo. Damit sein dicker Popo wehtut, Junge. Der wird da draufhalten und das wird sich in diesen Popo pieksen. Nein, aber ey, was, wenn der in seinen Popo piekst, dann pupst der so fett, dass wir hier überall ersticken. Ja, Okri, was redest du? Das wird sowieso
niemals passieren. Guck mal, sein Popo wird pixelt. Dann fliegt der hier wieder hoch, weil das so weh tut. Okay, also lass es mal ausprobieren. Okay, so, zack, zack, zack. Fällt gerade. Nein, nicht ausprobieren, Junge. Nicht ausprobieren. Nicht Survival-Modus gehen. Das tut weh, Ukri. Okay, ist okay. Aber wenn der hier rüberkommt mit deinem Jetpack, dann wird der hier reinfallen. Der ist so rein. Warte mal, der Jetpack, stimmt. Der kann einfach wieder hochfallen. Ey, 10 Minuten sind gleich vorbei. Wir müssen uns beeilen, Sebaki. Ja, schnell, schnell. Okay, stell doch die Laser. Dann kommt der bestimmt. Ja, ja, okay. Schnell. Die Laser platzieren. Ey, weißt du was? Wir machen die Laser hier vorne hin, okay? Okay, let's go. Ich zeig dir, wie wir das machen, Ukri. So, zack, zack, zack. Bauen wir hier die Laser weg und schau dir das jetzt mal an. Yo, Alter. Guck mal, wie OP das jetzt ist. Ey, da kommt er niemals durch die Laser. Let's go. Ja, ganz viele Laser. Wir machen jetzt eine ganze Laser, mein Freund. Das ist das sicherste Haus. Schaut euch das mal an. Junge, das wird so OP, Freunde. Nein, ey, Ukri. Junge, geh ich wieder zum Weibel. Oh, mein Ukri, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Oh, no, das wollte ich doch gar nicht. Ukri, helf mir mit den Lasern. Schnell, Barry kommt jede Sekunde. Ukri, let's go. Schaut das mal an. Junge, wie sicher sieht das bitte sehr aus, unser Haus? Und jetzt nur noch eine Sache, okay, Ukri? Eine Sache brauchen wir noch. Wir haben noch eine Minute Zeit, Ukri. Dann kommt Barry. Nein, schnell. Ja, ganz schnell, Ukri. Wir brauchen Rüstung. Guck mal, ich drop hier mal Diamantenrüstung. Zack, die gönne ich mir jetzt. Ey, Ukri. Oh, let's go. Ich will auch jemand Rüstung hier nehmen. Let's go. Ey, klau mir nicht meine Rüstung. Egal, ich räume mir hier, droppe ich mir nochmal hier Diamantenrüstung. Jo, Ukri, jetzt haben wir zu viel Diamantenrüstung. Egal, tu die hier rein, Ukri. Wenn der kommt, müssen wir die ausrüsten. Und ich weiß noch immer das Passwort, Freunde. Das war 1, 5, 9, 1, 2, 3, Freunde. Let's go. Und die tue ich jetzt hier auch rein. Ey, wir haben so guten Loot. Aber, Ukri, ey. Oh, let's go. Ey, wir haben ganz vergessen, wir brauchen eigentlich auch einen Geschützposten, wo wir richtig gut auf ihn schießen können. Weil wir können ja nicht einfach hier. Wie meinst du? Der Ukri, ich habe eine Idee. Guck mal, weißt du, was wir jetzt machen? Wir nehmen uns hier einfach Turbinen aus dem Inventar. Die aktivieren wir dann mit einem Redstone-Block. Und dann gehen wir hier einfach hoch auf unser Haus und schießen von dort aus auf Barry. Stimmt, mit unserem Bogen. Ey, Sam Lucky, schnappen wir uns noch einen Bogen. Nee, mit unserer Bazooka, Ukri. Oh, stimmt, mit unserer Bazooka. Wofür brauchen wir Bogen? Ja, ganz genau, wenn wir Maschinenpistole haben. Guck mal, dann gehen wir hier auf den Ventilator und dann zack, auf das Haus drauf. Guck mal, wie OP das ist. Und zack, da hier drauf und dann von oben. Junge, werden wir Barry sowas von abschießen. Ey, wir werden den so hopp zum. Ey, der wird sich bestimmt hinter den Bäumen verstecken. Der kann doch fliegen. Der kann doch einfach über uns Laser fliegen. Junge, wir schießen das Jetpack kaputt. Nein, Ukri, ich hab bessere Idee. Ey, sollen wir verbotene Items benutzen? Du meinst Barriereblöcke? Ja, wir werden hier oben überall Barrieren platzieren. Ey, Sim Lucky, ganz ehrlich, der kommt doch gerade schon. Wir haben keine Zeit mehr, da vorne ist der ja. Nein, Junge, wir müssen Barrieren platzieren. Schnell, Ukri. Oh nein, Ukri, wir haben nur ein paar Sekunden Zeit. Das heißt, wir müssen uns jetzt richtig krass beeilen. Guck mal, ich platziere jetzt überall Barrieren, Ukri. Ganz schnell. Barrieren. Ganz schnell, Ukri. Zack, zack, zack. Überall Barrieren platzieren. Ey, mach es mit deiner magischen Axt, Ukri. Zack, hier markieren. Auf der Seite markieren. Let's go. So, zack. Und jetzt slash. Let's go. Es hat funktioniert, Sim Lucky. Alter, wie krass das denn bitte sehr, Freunde? Ey, jetzt kommt ihr doch keinen Fall rüber. Oh nein, Freunde. Okay, ey, wir werden gleich wieder in den Survival-Modus gesetzt, weil Barry kommt jetzt. Oh nein, let's go. Freunde, wir müssen jetzt gegen Barry gewinnen in einem Battle. Wow. Ich bin im Survival-Modus gesetzt worden. Wir haben keine Energie mehr. Okay, ich bin auch im Survival-Modus und es fängt an zu regnen und es wird dunkel. Junge, das heißt, Barry kommt jetzt. Alter, wie gruselig ist das denn bitte sehr? Ey, Freunde, schreibt mir jetzt unbedingt in die Kommentare. Wird unser sicheres Haus reichen? Kann Barry gegen uns gewinnen oder werden wir gewinnen? Eins in die Kommentare für Hashtag Team Sebenlucky und für Hashtag Team Ukri. Und zwei in die Kommentare, wenn ihr denkt, dass Barry gewinnen wird. Ey, schreibt eine Eins in die Kommentare. Eins. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich kann sie riechen. Sie sind noch immer hier. Ich werde jetzt mein Jetpack aktivieren und über diese Lava fliegen. Ich bekomme euch. Ich werde euch einsperren in mein Barry-Gefängnis. Kommt her. Hast du es gehört? Oh nein, Barry ist am Start. Ey, der kommt jeden Moment, Ukri. Wir müssen schnell ausrüsten. Ich bin mit dem Jetpack rübergeflogen. Schnell ausrüsten. Ja, ich hab's gesehen, Ukri. Komm, ganz schnell. 2, 3, kaut rein. Let's go. Ja, okay. Und meine ganzen Diamantenrüstung gönne ich mir jetzt. Und meine ganzen Waffen, Ukri. Meine ganzen Waffen. Let's go. Ey, wir werden sowas von vernichten, Ukri. Wir werden gegen die gewinnen, okay? Hier kommt sogar mein Enderperlenschwert zum Lachen. Ja, ich auch, Ukri, und mein Bazooka. Junge, wir werden jetzt sowas nur ausnehmen. Aber warte mal, da vorne ist doch unsere Falle. Ey, lass mal schauen, ob der darauf reingefallen ist, Ukri. Komm hier schnell mit. Komm mit. Okay, komm nach vorne. Aber aufpassen, nicht in die Fallen treten, nicht in die Minen treten, okay? Komm hier mit. Komm hier mit, Ukri. Ey, Ukri, ich hab eine Idee. Wir werden jetzt einfach zu uns locken, damit ihr in die Falle doch vorne reintippt. Ey, Barry, Junge, du pupst den Kopf. Ja, was willst du machen? Komm doch her. Was willst du? Du stinkst aus deinem Mund und aus deinem Pupen. Oh ja, guck mal, du bist richtig dick, Junge. Ey, was ist sogar dein Bauch? Ey, Barry, hast richtig aus, Ukri. Was habt ihr gesagt? Ich rasch aus. Ich werde euch einsperren, damit ihr nie wieder rauskommt. Komm hier. Oh, nein. Let's go. Alter, geht klar. Ja, da kommst du nicht mehr. Ukri, aufpassen. Ja, was machst du jetzt, Barry, hä? Das kriegst du zurück. Oh, nein. Ey, Ukri, aufpassen. Ey, wir müssen richtig aufpassen. Nicht, dass der unsere Handschellen anlegt. Ey, warte mal. Junge, der kriegt da richtig viel Damage, Junge. Guck mal, diese Stacheln.
Aua, mein Popo, aua, aua! Das scheint ihr mir geheim! Und super Pupsprung, let's go! Was hat er da gemacht? Joey, komm schnell weg, Uchi! Ey, wir müssen wieder in unser sicheres Haus und aufpassen! Aufpassen, Uchi, nicht, dass du in die Minen tappst! Okay, okay, der wird ja bestimmt rein. Ich komm hier von außen, ich komm hier von außen, Uchi, warte mal, ich geh hier rein, zack! Die Laser können uns nicht berühren, vor allem, denn es sind unsere Laser, aber ihm werde ich richtig viel Damage machen. Hey, ja? Was machst du jetzt, Barry? Komm doch her! Ich werde euch kriegen und nichts kann uns dabei aufhalten! Nein! Hast du gesehen, Uchi? Ja, Mann! Ey, ich nicht rein, da ist aber reingepasst. Ja, Junge! Der Bauch hängt da raus aus dem Käfig. Ja, da kommst du nie wieder raus. Ja, was willst du jetzt machen, hä? Ihr werdet mir das Heim zahlen. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich mich hier einsperren lasse. Barry in einem Gefängnis, das gibt's doch nicht. Einfach Barry in einem Gefängnis. Einsperrt der immer Leute ein. Ey, Barry, weißt du was? Ey, von der, wir müssen aber aufpassen, Uchi, nicht, dass du uns Handschellen anlegt. Oh ja, wir sind im Gefängnis. Also nicht zu nahe kommen. Dann schau dir das mal an. Wir haben hier richtig viele Geschütztürme und die werden dich erledigen, Barry. Deswegen kommst du sowieso niemals an uns ran. Du kleiner Pupskorb. Ja, versuch doch an uns ranzukommen. Ey, okay. Der muss in die Minen tappen. Ja, 100%, wir machen den richtig aggressiv. Ja, Barry, komm doch. Oh doch, ich werde euch kriegen. Ihr macht mich sauer. Kommt her. Warte mal, was ist das mit dem Set? Die schießen mich die ganze Zeit ab. Oh ja, das sind meine OP-Geschütztürme. Okay, schau mal, wie stark die sind. Der kommt gar nicht hier ran, aber der hat richtig viel Leben. Junge. Du kleiner Noob, Junge. Guck mal, sein Bauch ist richtig dick, Junge. Da kommt keine einzige Kugel an ihn ran. Was? Alter, der ist viel zu stark. So lange, was machen wir jetzt? Der ist viel zu viel Speck. Ja, der muss wirklich in die Minen treten. Ich werde euch doch kriegen. Oh, kommt her, Mann. Wow. Hast du das gesehen, okay? Junge, der ist in die Luft gegangen. Junge, Barry brennt aber. Der ist beleidigt als Ratten, Junge. Jetzt kriegst du es so rein. Guck mal, die ganze Geschichte. Der kommt gleich mal an uns ran. Junge, Barry, ja, haha, du Noob. Oh nein, ich muss aufpassen. Diese Geschichte schießt auf mich ab. Alles, Junge. Junge, wow, ey, Uchi, warum hat der so viel? Wow, Junge, was passiert da bitte sehr? Haha, Barry, du kommst niemals an uns ran. Wow, Junge, ey, der schießt stark. Junge, Uchi, jetzt attackieren wir ihn. Komm schon, bam, ich werde attackieren mit meiner Minigun. Und bam, haha. Und warte, was? Jetzt, Chris, friss mein Torpedo. Boom, wow. Wir besser attackieren. Komm nach oben, so Blacky, schnell. Ey, lass uns nach oben, ganz schnell, schnell, schnell. Solange der in diesem Loch ist. Komm, wir benutzen jetzt unsere Videodatoren. Bam, hier nach oben. Und jetzt kriegen wir ihn, Uchi. Oh nein, ihr geht zu weit. Ich raste aus. Frisst meine Minigun, ich zerstöre all eure Geschütztürme. Wow. Bam. Ey, der benutzt eine Pupsi-Minigun. Ich seh's, Uchi. Und warte mal, der macht die ganzen Geschütztürme gerade kaputt. Oh, der ist gar nicht gut. Junge, sein Verhandler, eine Minigun. Ey, Uchi. Junge, mach die Laser kaputt. Pupido rein. Ey, du musst richtig zielen. Ha, ich hab alle Geschütztürme zerstört und jetzt kommt ihr dran. Aber warte mal. Was ist das da vorne? Warum sind da Laser? Du kommst da niemals entlang. Das ist ein Laser. Ja, wie willst du da jetzt? Warte mal. Stimmt, der kann ja fliegen. Aber warte mal, Blacky, wir haben doch Barriere platziert. Diesen Unfall sieht ich gar nicht. Das kann doch nicht der Regen. Ey, der klettert gegen, der wird so ausrasten. Ich krieg euch, ihr kleinen Noobs. Damit habt ihr nicht. Au, 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 au. Was ist das denn bitte sehr? Ein unsichtbarer Band! Junge, ey, das kalt ihr mir zurück! Ich werd euch doch kriegen! Junge, du kriegst uns niemals! Du wirst es nicht bekommen! Oh ja, guck mal, Baby, was willst du jetzt machen? Ey, der kann nicht durch die Laser und der kann auch nicht zu uns. Guck mal, weißt du was? Ich schieße jetzt ab mit meiner Minigun. Komm her, Bam! Komm her, Junge! Oh, Granatenwerfer, Bam! Und ey, du schießt uns auch ab, Junge! Ey, Uchi, aufpassen, aufpassen, damit der dich nicht trifft, ausweichen, Uchi! Und friss meine Bazooka, Bam! Warte mal. Stimmt, hier sind ja Barrieren. Lol, hä, das hab ich voll vergessen. Das heißt, er kann mich gar nicht treffen. Ja, versuch mich doch zu attackieren, ey. Ja, schieß mich doch an. Schaffst du gar nicht, ne? Doch, ich werde dich kriegen. Wow. Warum klappt das nicht? Warum kann ich dich nicht treffen? Hä, stopp mal. Ist hier etwa eine unsichtbare Wand? Oh, mein Freund. Oh nein, sie hat es gesehen. Das ist gar nicht gut. Okay, Junge, hast dich wieder im Haus versteckt. Du Ehrenloser, helf mir doch. Oh ja, jetzt habe ich's herausgefunden. Mega Pups und... Was macht der da bitte? Junge, was macht der da für einen Pups? Oh nein, oh nein. Junge, der lässt seinen Mega-Pups auf. Was macht der da? Ich muss ihn abschießen, komm schon. Bam. Oh nein, ich kann ihn gar nicht treffen, weil hier eine unsichtbare Wand ist, Freunde. Das haben wir vergessen. Und mega, mega, mega Pups. Wow. Nein, Freunde, der fliegt hoch. Aber das sind noch Barrieren. Hä, da kommt er gar nicht durch. Ah, du kommst hier nicht durch. Und wow. Oh nein, Freunde. Oh nein. Er ist durchgekommen. Ey, ich hab ganz vergessen. Die Barrieren waren ja nicht hoch genug. Oh nein. Barry ist hier irgendwo. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss schnell abhauen. Ich muss schnell abhauen. Schnell, ich muss hier schnell hoch, Freunde. Und komm schon. Und hoch hier. Oh nein, warte. Junge, der Pups verfolgt mich, Freunde. Der Pups verfolgt mich. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich muss hier schnell rein. Hier in die Tür. Und bam. Schnell rein hier. Okay,
Tür muss ich mir schließen. Und das Tor, die Tür ist nicht geschlossen. Du kommst hier niemals rein, Barry. Haha, du Noob-Junge. Und die Idiot, die will mich die ganze Zeit abschießen. Ey, du darfst am Pups. Warte mal, Ukri. Simlaki. Simlaki. Ah, da bist du ja. Ich dachte, also, wo bist du, Ukri? Ey, sollen wir es abhauen? Ich glaube, Junge, Barry hat uns komplett vernichtet. Oh ja, warte mal, komm hier raus, schnell, schnell. Ey, Platz. Ey, Notausgang. Wenn er die Tür aufmacht, wir ballern richtig rein da auf. Okay, nicht? Komm, werden wir machen. Denkst du, ey, das Portal ballern? Guck mal, der ist auf dem Haus, Ukri. Ey, warte mal, ich hab ne Idee. Guck mal, ich gehe jetzt rein, Ukri. Ich mach schnell die Tür auf. Zack, zack, zack. Jetzt lock ich ihn hier ran. Barry, komm doch, du kleiner Fettsack. Oh nein, Ukri, schnell einfach. Jetzt rein, oh, zack. Junge, schieß wieder rein. Und ball, komm her, Barry, ball. Wir schießen nicht. Barry. Oh nein. Ich hab die nicht mehr durch. Chef, let's go, abhauen, Ukri. Schnell, Ukri, mit dem anderen Schwert. Let's go, mit dem anderen Schwert. Ukri, wie machst du das, Ukri? Warum kannst du nicht tippen? Rechtsklick. Wie, ich kann das nicht, Ukri. Und bam, ich tippe mich. Ukri, ich kann mich nicht tippen. Freunde, warum klappt das nicht, Ukri? Ich muss zu dir. Pass auf, hinter dir. Oh nein, Freunde. Barry ist da und der hat die Pistole. Oh nein. Oh. Ey, Ukri, willst du das hier abbauen? Leute, habt ihr es gehört? Das war ein... Einer hat an die Tür geklopft. Das ist doch bestimmt Nelly. Nelly, was geht ab? Ey, wir wussten das, du noch. Stopp, stopp, stopp. Wer ist das denn? Wer ist das denn, Alter? Das sieht gar nicht gut aus. Wer zum Enker ist das? Hallo, das ist ganz sicher nicht Billy, Leute. Hallo, kann ich mitfeiern, die vielleicht auch Geschenke haben? Bitte! Leute? Hallo, wir kennen dich nicht mal. Junge, was für das sieht süß aus? Hast du mal in deren Augen gesehen? Ich gebe ihm ein Geschenk, okay? Welches Geschenk willst du dem... Das beste Geschenk. Nein. Stopp, Billy. Bah, Junge. Alter, das Baby mag doch kein Pupsi. Ich geh, Billy, geh hier weg, Junge. Ein Ding. Pupsi, ich liebe Pupsi, danke. Warte mal. Ein Ding mach ich doch gerne. Leute, das Baby mag Pupsi, was? Hä? Was, Leute? Okay, nein, das ist kein normales Baby. Das ist ein Psycho-Baby, Leute. Abstand, du wirst uns... Soll ich ihm vielleicht mehr Pupsi geben? Nein, Billy, auf keinen Fall mehr Pupsi geben. Wegen dir rastet das so aus. Das sind jetzt meine Geschenke. Das wird alles mir gehört. Und wenn einer mich daran hindert, wird das auszupacken, zerstöre ich euch alle. Leute. Was? Warum will er uns zerstören? Alter, das ist nicht der Ernst. Er klaut jetzt all unsere Geschenke. Hey, stopp. Baby, wir können miteinander reden, okay? Du musst mir nur mein Geschenk geben. Hör auf, mein Geschenk geöffnet! Oh, Leute, was ist mit mir passiert? Mein Kopf tut so weh! Oh nein, ich weiß, was passiert ist. Billy, geht's dir gut? Lucky. Ich hab Pupsi in die Hose gemacht. Oh, das stinkt, Billy. Warte mal, wo ist Ukri? Was machst du da oben, Ukri? Oh Mann, ich wurde irgendwie nach oben gesprengt. Leute, das Problem ist doch immer hier. Hallo, stopp, Baby, bevor du wieder den Raketenwerfer rausholst, ich wollte gerade sagen. Wir können das alles klären, okay? Ich weiß, du willst Geschenke haben. Leute, wir haben gar keine Geschenke mehr. Die Geschenke sind weg. Sie hat in die Luft gesprengt. Ihr habt all meine Geschenke kaputt gemacht. Das werdet ihr heimzahlen. Baby, stopp. Das warst du selber mit dem Raketenwerfer. Oh nein, wegen euch. Alles wegen euch. Ich wollte nur Weihnachten feiern. Weihnachten! Simlaki, ich glaube, er dreht gerade völlig am Rad. Oh. Oh nein. Ey, stopp, Baby, stopp! Ich will meine Geschenke, ich dreh gleich durch. Ah, ich werde alles zerstören! Ja? Oh nein. Leute, was machen wir jetzt? Stopp, stehen geblieben, ihr geht nirgendwo hin. Ich werde jetzt euch alle vernichten. Oh nein, Leute, das ist unser Ende. Ich dachte, wir könnten Weihnachten feiern. Das ist das schlimmste Weihnachten, das wir je hatten. Ja, Lucky, du warst immer mein bester Freund. Oh ja, Billy, Ukri, du auch. Das war's wohl mit uns. Lass uns einfach nochmal zusammen. Ciao, Sepp, Ukri City. Oh Mann. Warte mal, Leute, das kann nicht unser Ende sein. Ich hab ne Idee. Schau mal, was ich in meiner Hand habe. Ich werde ihn damit ablenken. Ja, stopp. Nein, Billy, das ist nicht für dich. Das ist für das Baby. Wir lenken das ab und da müssen wir ganz schnell die sicherste Basis bauen, um vom Baby sicher zu sein. Okay, Sepp, komm, schnell, lenk ihn ab. Warte. Was habt ihr miteinander besprochen? Sagt schon! Nix. Gar nichts. Wir meinten, du bist richtig nett. Du siehst süß aus. Ja, ne? Gelb ist die beste Farbe. Voll muskulös. Ja, voll schön bist du. Au, danke, ihr seid die Besten. Wollen wir vielleicht Freunde werden? Die Binde gepupst. Du riechst auch voll gut. Leute, okay, Ablenkungsmittel. Oh, schau mal, Baby. Was ist das denn?
Banana-Split kannst du später essen. Okay, Leute, ganz schnell wir abhauen. Irgendwie haben es abgelenkt, wir haben es geschafft. Leute, aber Semukri City ist nicht sicher. Das hat einen Raketenwerfer. Woher hat das Baby überhaupt einen Raketenwerfer, Leute? Könnt ihr mir das mal erklären? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist kein richtiges Baby. Das ist kein ist ein verrücktes Baby. Denkt ihr, er hat Nelly aufgegessen? Was? Okay, Leute, das werden wir herausfinden. Aber davor, wir müssen jetzt die sicherste Basis bauen. Denn ich bin nicht damit zufrieden, dass ein kleines Baby ganz der Ukri City zerstört und uns das ganze Weihnachten versaut. Ich auch nicht. Oh ja. Wo hat er die Waffen, Junge? Ich weiß es nicht. Also, Leute, ich würde sagen, wir bauen jetzt heute einfach die sicherste Billy-Statue. Billy-Poops. Ganz genau, die Billy-Poops-Statue. Oh, Billy-Poops, oh, Billy-Poops. Leute, wir haben alles. Was okay. Singst du da? Leute, ich würde sagen, aber wir haben keinen Kreativmusen. Wir haben nur 10 Minuten Zeit. Denn gleich kommt das Baby wieder, wenn es den Banana-Split aufgegessen hat. Also, Leute, lasst mal jetzt alle schnell ab und ein Like da innerhalb der nächsten 3 Sekunden, damit wir schnell einen Kreativmodus dran kriegen für 10 Minuten. Und damit können wir die sicherste Billy-Statue bauen. Also, Leute, auf 3, 2, 1 und 0, lasst ein Abo und Like da, let's go! Leute, komm schon! Und Abo und Like da lassen! Ey, Leute, ich glaube, es klappt! Wow! Und wow, Leute! Wir haben einen Kreativmodus-Trank! LOL! Ey, Leute, wir trinken den jetzt und dann bauen wir die sicherste Billy-Statue. Let's go! Ich bin aber schon fertig, schau mal. Warte mal, was, Billy? Du bist nicht getan. Junge, natürlich kann ich nicht sehen, Billy. Und wow, was passiert hier? Und wow, Leute, wir sind jetzt im Kreativmodus. Let's go! Das heißt, wir können jetzt die Statue... Ey, lass uns sofort die Statue upgraden, okay, Ukri? Okay, lass uns upgraden. Was? Es tut uns leid, Billy. Wir müssen die sicherer machen. Bedrock machen. Oh ja, das machen wir jetzt, denn Billy so ist... Das ist eine Puff-Statue, Billy. Die besteht aus Dirt. Es tut uns leid. Ey, das könnt ihr nicht antun. Naja, lasst wenigstens das Herz aus Dirt. Das Herz aus Dirt, Leute. Ich würde sagen, schreibt jetzt alle Hashtag Bedrock in die Kommentare, damit die Statue sich zu Bedrock verwandelt. Komm schon, Leute. Auf 3, 2, 1 und 9. Schreibt alle Hashtag Bedrock in die Kommentare. Let's go! Und wow, Leute, hat es geklappt. LOL, oh, Billy. Es hat wirklich geklappt. Okay, Billy, schaut es euch an. Eine riesen Bedrock-Billy-Statue. Ey, das ist viel cooler. Ey, das ist wirklich cooler, Billy. Sag dir ehrlich. Nein, das ist mal hässlich. Nein, Billy, stopp. Du darfst doch nicht unsere sichere Statue kaputt machen. Ey, jetzt fehlt eigentlich nur noch Fallen, damit wir das Baby aufhalten, ganz in Ukri City zu zerstören. Und Leute, schreibt mir in die Kommentare, irgendwoher kommt mir das Baby bekannt vor. Kennt ihr das? Das hat sich einfach ganz gelb angezogen. Irgendwo kenne ich das, aber ich weiß nicht, woher. Okay, Leute, ich würde sagen, ich suche jetzt ganz viele Items raus und dann bauen wir richtig krasse Fallen. Und wow, Leute, Alter, ich habe richtig krasse OP-Items. Junge, damit werden wir das so sicher machen. Und richtig, ey, als erstes, Leute, wir brauchen einen Graben. 100%, denn da kann das Baby reinfallen. Obwohl, der muss gar nicht so groß sein, der Graben, weil das ist ja ein Baby. Stimmt. Leute. Ja. Sonst, wenn wir hier irgendwelche Monster haben. Ja. Ihr wisst schon, dass es immer noch ein Baby ist. Und was mag ein Baby? Spielzeuge. Stimmt. Ey, Billy, ich habe eine bessere Idee. Weißt du, was ein Baby mag? Schau mal in meine Hand, Billy. Junge Billy, Alter, du bist doch kein Baby, Billy. Ey, guck mal. Aber ich bin Baby, Billy. Ich wirklich, Billy. Billy, damals warst du ja noch ein bisschen kleiner. Ey, stimmt. Bist du irgendwie, Junge, bist du 3 Jahre alt irgendwie? Ey, wie bist du gewachsen? Ich bin schon, privat. Leute, okay, ey, Billy, das ist eigentlich voll der OP-Trick, dass wir Billy haben, weißt du? Du weißt genau, wie das Baby denkt, denn du bist ja im Kopf auch ein bisschen Baby, Billy. Ich will diese nicht mich beleidigen oder so, aber schau mal, Billy, das heißt, richtig gute Idee. Bam, wir platzieren hier die Baby-Milchflasche. Okay, Leute, und hier haben wir jetzt erstmal uns einen Lockvogel platziert. Da wird das Baby sofort hinlaufen. Das heißt, wir müssen hier drum eine Falle machen, Billy. Ey, Sam Lucky, kann es sein, dass ich schon größer bin als du? Junge, Billy, wie bist du jetzt auf einmal gewachsen, Alter? Weil er die Babymilch getrunken hat. Ey, kann wirklich sein, Alter, Billy. Ja, ich glaube auch mehr trinken. Ey, nein, Billy.
Junge, bin du musst das übrig lassen für das Baby, Junge. Du musst es übrig lassen. Also, zack. Ich würde sagen, wir machen eine richtig gute Falle. Na gut. Schau mal. Okay, wir platzieren jetzt hier das Fake-Gras. So, zack, zack, zack. Und wenn das Baby hier langläuft, sich denkt, boah, let's go, ich gönn mir dieses Babymilch. Bam, dann fällt es hier runter. Und das Babymilch oder die Babymilch zum Lucky? Dann mit Wasser füllen, geht das? Mit Wasser? Junge, Bini, warum tust du das mit Wasser füllen? Babys können nicht schwimmen. Ja, Babys können nicht schwimmen. Oh, ist richtig gut. Und das ist kein normales Wasser. Das ist Fake Wasser. Let's go, Alter. Richtig OP. Babys können schwimmen. Stimmt. Nee, aber nee. Wer kann denn schwimmen? Das können Ukri, nur Neugeborene, Können schwimmen. Aber okay. Babys können nicht schwimmen, Ukri. Das ist Fake, Junge. Was redest du da? So, also wir platzieren das hier so und wenn es dahin will, bam, fällt es ins Wasser. Kann ich schwimmen und krieg Schaden vom Wasser. Das ist Fake Wasser. Ich kann schwimmen. Gott, wir testen es aus, Billy. Geh da rein, Junge. Geh da rein, geh da rein. Lass Billy raus. Das war knapp. Junge, das war echt knapp. Genau dasselbe wird gleich mit dem Babyplatz. Okay, wir bauen jetzt hier weiter. So, zack, zack. Okay, mach mal du den Graben. Ich würde sagen, in der Zeit. Leute, ich habe was ganz Krasses vorbereitet. Ich habe nämlich, Leute, schaut, das Mann, Pupsi-Wasser vorbereitet. Wir haben ja gerade gesehen, ne? Das Baby. Bauen. Billy hat... Ja, Ukri, du machst deinen Job gut. Billy hat einfach das Baby mit Pupsi abgeworfen. Das hat dem gar nicht gefallen, okay? Deswegen ist es ausgerastet. Deswegen, wir machen jetzt einfach hier alles voller Pupsi. Oh Mann, das ist so ekelhaft. Ey, Billy, weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin auf deine Toilette gegangen und habe das Pupsi-Wasser geklaut von dir. Und jetzt machen wir das hier überall hin, Leute. Ist das eklig. Das ist schon ein bisschen eklig. Alter, Billy... Also, das ist für dich sogar selbst eklig, das ist krass. Eklig, hör aber, auf damit, du bist verrückt, das Junge, stinkt, das stinkt. Das ist halt die Pupsi von meinem Pupsi, was ich gegessen hab, ne? Alter, das ist wirklich eklig, Leute. Aber, ey, Ukri, willst du lieber vom Baby in die Luft gejagt werden? Oder willst du überleben? Da müssen wir das tun, Ukri, wir müssen es tun. Also, ich komme nicht mehr in die Nähe, ich bleib hier weg, Alter. Ich gehe da nicht mehr in die Nähe. Ukri, Junge, kannst du auch gerne später dort bleiben, ne? Ein kleines Bad können wir hier ja nehmen, oder? Warte mal. Wissen Bart nehmen, Bibi. Boah, Junge! Hör, was geht denn da? Junge, das ist giftiges. Das ist Feuerpupsi-Wasser. Ey, Billy, komm hier raus, Billy! Komm hier raus! Alter, was? Hä? Bro, sag mir nicht, Billy, du hast gerade einen Bart in deinem eigenen Pups. Egal, Junge, reden wir nicht drüber, ganz ehrlich. Junge, aber Billy, warum ist denn Pupsi so scharf? Das was hast du gegessen, Junge? Hast du Chili gegessen, dass du brennst von deiner Pupsi? Naja, die Pupsi. Junge, Alter, das ist das Ekligste, was ich jemals gesehen habe in Minecraft, ganz ehrlich. Okay, das ist echt widerlich. Egal, Leute, ich würde sagen, ey, schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr für 1 Million Euro Billys Pupsi essen, Leute? Würdet ihr für 1 Million Euro Pupsi essen? Ey, niemals, Alter, niemals. Okay, aber Leute, wir bauen jetzt hier erstmal den Graben weiter. Denn ich habe was krasses vorbereitet. Ehrlich, was denkst du dir dabei? Ukri, wir machen nicht natürlich zwei nicht. Graben. Ey, Ukri, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Guck mal, du machst einfach gar nichts. Bau mal lieber die Basis jetzt hier mit. Wir machen nicht ein Graben, sondern zwei Stück, Leute. Bam, wir müssen erstmal hier alles beseitigen. Oh ja, Leute, macht jemand einen Graben. Du bist wieder kleiner geworden. Kleiner geworden. Ich bin... Junge, Billy, du bist wieder gewachsen, Alter. Billy, warum? Das ist ja durch deine eigene Pupsi gewachsen. Du bist ein Riesenbaby. Leute, baut mal den Graben weiter. Ich platziere in der Zeit. Leute, guck mal, was das ist. Ich zeig's euch mal. Das ist einfach ein Uraniumblock. Und davon ist das einfach das Wasser, Leute. Das ist richtig krass. Guck mal, Uranium. Ihr wisst, Leute. Boss, das ist, Baby, Billy. Das ist richtig giftig, Leute. Da brennt man auch. Junge, Alter, Billy, der hat echt komisches... Billy! Pupsi oder so. So, zack, wir platzieren jetzt erstmal hier überall ins Wasser. Und dann ist das jetzt doppelt gesichert. Doppelt Baby sicher. Hey, Sim Lucky, ich habe eine richtig gute Idee. Was ist, wenn wir Draht benutzen? Was meinst du, Stacheldraht? Ey, voll krass. Das Baby wird sich da bestimmt verheddern. Billy, platziert das hier drum. Direkt. Um die ganzen Graben, Billy. Oh, da muss ich hier das ganze, die ganzen Blumen und das ganze Gras wegmachen. Okay, mach das. Ey, Ukri, für dich habe ich auch gleich einen Job verdient. Du läufst hier einfach nur herum, du machst wirklich gar nichts, ne? Was ist los? Sim Lucky, also, guck mal hier. Wir müssen das irgendwie sicher machen, indem wir Minen platzieren. Weil Minen sind richtig böse gegen Babys. Mhm. Die werden einfach in die Luft gesprengt, ja. Boah, du hast recht, ich wird wirklich einfach in die Luft gesprengt. Aber Ukri, dafür habe ich noch was viel krasseres. Leute, ich habe hier einfach richtig krasses TNT vorbereitet. Schaut, das ist einfach das Slime-TNT. Ey, Babys, die mögen es, mit irgendwas glitchy rumzuspielen, okay? Und deswegen habe ich Slime-TNT vorbereitet. Das werden wir gleich in der Falle einbauen. Aber davor, Leute, lasst mich meine... Alter, Billy, ich sehe gerade. Junge! Sieht das gut aus? Jo! Junge, du bist ja richtig schnell. Du hast dein... Ey, du hast deinen Job richtig perfekt gemacht. Das sieht ultra sicher aus. Und das ist auch ultra sicher. Wie soll das Baby da rüberkommen? Junge, das Baby kann da gar nicht durch. Weißt du, wieso? Junge, das ist ja nur ein Block groß und das ist... und das kann nicht springen. Das kann klar. Nicht springen. Ey, Billy, richtig gut. Ey, Ukri, platzier du mal die Minen. Und Leute, wisst ihr, was ich in der Zeit mache? Wir müssen uns ja irgendwo verstecken können, ne? Wir brauchen irgendwo eine Geheimbasis oder so. Und genau
da kommt jetzt diese geheime Tür ins Spiel, Leute. Wir müssen die Billy-Statue ein bisschen modifizieren. Es tut mir leid, Billy. Also, zack, zack, zack. Hast du was gerade gesagt? Nee, ich habe gar nichts gesagt, Billy. Die sah schon immer so aus. Ja. Leute. Okay, schau mal, was wir jetzt machen. Wir machen hier so einen Eingang und jetzt hier oben platzieren wir einfach. Was machst du da? Junge, wir platzieren jetzt hier einfach das hier vorne. Leute, ich zeig euch jetzt. Bam, warte, wir machen es so. Nee, so, zack, zack, zack. Hier platzieren wir das so. Und jetzt, Leute, kommt hier die Bunker-Tresortür hin, Leute. Die ist ultra krass. Bruh, warte mal, Leute. Die ist ja voll klein. Ich dachte, die wäre komplett riesig. Okay, perfekt. Ich hab's geschafft, Leute. Und jetzt bauen wir das jetzt so zu. Wenn wir die öffnen wollen, dann... Boom! Also guck mal, wie krass das sich öffnet. Und dann zack, geht es hier so auf. Und hier bauen wir dann Leitern hin, aber keine normalen, sondern solche rostigen Bunkerleitern. Guck mal, wie cool die sind. Und boom! Damit kann man hier einfach hoch. Ist das nicht cool? Und wenn man damit hier oben ist, dann kommt man in die Statue rein mit einer weiteren Leiter. Und dann ganz nach oben auf den Kopf, denn dort sind wir 100% sicher. Da kommt das Baby nicht so einfach hin, ich sag's euch. Okay, wir bauen hier noch ganz schnell die Leitern hin. So, zack, ganz nach oben. Ich sag mal... Hier ist ein Pups auf Billy seinem Kopf. Bah, Billy, was hast du getan? Ja, das war ich. Alles gut. Okay. Wisst ihr was? Guck mal, wir bauen sogar ganz oben, machen wir so eine Lavakiste hin. Hier, hier und hier. Und dort machen wir gleich richtig OP-Loot rein. Ey, Ukri, weißt du was? Das kannst du ja mal erledigen. Warum hast du dir die Falle kaputt gemacht? Simlucky, pass auf. Ich habe die Minen platziert. Hä? Was? Okay, ja, Ukri, ich seh's grad. Ey, Ukri, aber du sollst es nicht hier platzieren. Nimm der Milchflasche. Weil wenn ich sie drauf tritt, dann fällt es gar nicht mehr auf die Falle ein, Junge. Hey, wo war das denn jetzt nochmal? Das war genau hier vorne. Hier auch. Das hier macht es weg. Ja, gut. Okay, perfekt. Alter, warte mal, Ukri. Du hast einfach Dirtfallen gemacht? Ey, zeig mal her, was damit passiert. Yeah. Zeig mal her, Ukri. Richtig krass. Guck mal hier, stell dich mal da drauf, Simlucky. Wow! Verrückt, was? Wo stellst du dich da drauf? Du hast mir gerade gesagt, du sollst mich da draufstellen, Ukri. Hier, komm, das passt davon. Ich werf Dirt auf deinen Kopf, Alter. So, hier ist doch alles gut, Ukri, nichts passiert. Überall. Ey, wir müssen uns beeilen, Leute, nebenbei, ne? Das Baby ist da hinten doch. Ey, wir haben dir das Essen gegeben. Alter, wir müssen uns richtig beeilen, Leute. Ich glaube, das hat gleich fertig gegessen. Das hat gleich fertig gegessen. Ja, ist so. Alter, Billy, du hast ja richtig geil gebaut. Okay, wir sind fast fertig, Leute. Alter, unsere Billy-Statue ist schon so OP, ich sag's euch. Ukri, wir brauchen da noch richtig OP-Loot, richtig OP-Waffen plus Ausrüstung. Und dann sind wir schon mal relativ weit. Ey, Billy, eine Sache, die noch fehlt. Sollen wir doch Laser reinbauen? Ey, das wäre mal ultra cool, oder nicht? Schon eine richtig gute Idee. Boah, ist so, Leute. Bam! Einfach richtig viele Laser. Ich bin fertig mit Teil. Boah, und jetzt zeig. Kann ich hier auf mein Dach chillen und mein Diss-Track gegen Ukri und Simlucky singen. Billy war der Pups. Was? Alter, Billy, was ist mit dir los? Pups. So, wir platzieren jetzt hier unten überall die Laser, damit wir die mit den oberen verbinden. Und das funktioniert ja sowas von gut, Leute. Guck mal. Bam, easy. Hier nur noch so. Zack. Und let's go! Junge, doppelt gesichert! Ich glaube, das wird das sicherste Haus, das wir jemals gebaut haben, ne? Boah, Alter! Ey! Leute, warum machen wir eigentlich so ein sicheres Haus gegen irgendein Pupsbaby, Alter? Das ist bestimmt hier. Alter, das ist bestimmt sowieso nicht stark, dieses Pupsbaby. Alter, ich meine, wir haben Angst vor dem Baby. Was ist eigentlich los mit uns, Leute? Ey, Simlucky, ich glaube, du unterschätzt ein Baby. Wirklich, das ist so stark. Leute, okay, wir werden ja gleich sehen. Auch mal ein Baby. Ja, stimmt, das hat einfach mein ganzes Haus fast kaputt gemacht, Junge, das ehrenlose Baby. Ja, Billy, wir waren alle mal ein Baby, Leute. So, zack, 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 platzieren hier die Laser und wir sind fast fertig. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das um das ganze Haus, also um die ganze Billy-Statue gemacht habe. Und Leute, die letzten Laser und jetzt bin ich... Wow, Alter, sieht das krass aus, Leute. Das ist unsere sichere Billy-Pups-Statue. Das sieht echt krass aus, aber du hast was vergessen. Was denn, Billy? Was meinst du? Wir haben eigentlich alles. Hier zwar eine Milchflasche, aber was ist, wenn er gar kein Milch mag? Zum Beispiel. Stimmt, das ist ja ein außergewöhnliches Baby, ist ja kein normales. Na, dann habe ich als Idee, würde ich sagen, machen wir mal einfach hier Nussknacker hin. Spielzeug? Nein, nicht Spielzeug. Küken. Ah, ja, Spielzeug, ganz viel Spielzeug, Billy. Und ganz wichtig, er möchte bestimmt schlafen nach der Zeit, dann platzieren wir einfach das. Ein Kinderwagen, ein Babywagen. Ey, das ist ja voll... Warte mal, Billy, wir nehmen das alles mit. Okay, das ist wirklich ganz gut, aber wir müssen das woanders platzieren. Guck mal, wir machen das hier in der Ecke, okay? Zack, wenn der die Falle sieht, danach geht er dann zu anderen, okay? Stimmt, weil die können das nicht neben der anderen Falle machen. Das geht nicht. So, zack, weißt du was? Ja, Weißt du, was uns eine Falle wird? Denn jetzt haben wir das einfach hinplatziert. Das ist ja nett für ihn. Aber, Billy, darunter machen wir einfach Slime. Und du weißt nicht, wie krass und das ist. Und vielleicht mag ja Pikachu. Pikachu, kennst du den? Ja, der ist Pikachu. Hier, Pikachu, Leute! Lol, Alter, sieht richtig süß aus. Ey, Billy, da kann man ihm noch Basketballkorb schenken.
Junge, Billy. Und plus Basketball. Alter, Junge, wie schenkt ihr mir gar nichts? Er hat mein Haus zerstört, Billy. Ey, hör auf damit, hör auf damit, Billy. Ich raste aus. Okay, Leute, wisst ihr was? Komm. Können wir machen, können wir ihn lassen machen. Aber davor, Leute, wir nehmen uns jetzt Redstone. Nämlich werden wir jetzt eine Redstone-Leitung bauen, mit der wir das Baby komplett überraschen. Wir haben ihn unter diesem Kinderwagen einfach. Das Kind mag, ist natürlich die Spielzeit. Das ist ein Babyparadies, Billy. Ich wollte das auch damals, als ich ein Kind war. Aber ich auch, Billy. Kein Geld. Ich auch, Billy. Zum Glück bin ich jetzt YouTuber. Okay, so, zack. Also, wir platzieren hier überall so einen Graben. Immer noch 1 Euro. Oh Mann, Leute. Also, wir platzieren jetzt hier eine Redstone-Leitung und damit können wir dann das Slime-TNT zünden. Oh ja, hier machen wir noch ein paar Verstärker, ne, damit die Redstone-Leitung auch hält, Leute. Weil, Leute, das Signal muss ja auch stark genug sein. Und, warte mal, wo sollen wir? Hey, Billy, ich hab die Idee. Guck mal, am Anfang, ich werde mich einfach hier verstecken, ja? In diesem Busch. Ich werde so ein Buschcamper sein. Hier verstecken, dann gucken wir, bis der zum Kinderwagen geht. Und wenn der da hingeht, zack, rennen wir hin. Zünden das TNT mit dem Hebel, Billy. Und dann, Junge, wird das Slime-TNT gezündet. Du weißt nicht, wie krass das ist. Das ist ultra OP, Billy. Das ist das krasseste TNT. Du bist so schlau, ne? Typisch schlau, Billy. So, zack, hier ist der Hebel. Und jetzt, Leute, sind wir eigentlich schon fast fertig. Und, Leute, ich würde sagen, als letztes, wir brauchen natürlich einen Fluchtplan, okay? Wenn alles in die Hose gehen sollte. Aber wir werden das Baby sowieso besiegen, okay? Gar kein Problem, wir brauchen keinen Fluchtplan. Dann brauchen wir hier diese Autos, okay? Sicherheitsweise platzieren wir die trotzdem. Hier kommt erstmal mein Auto hin. Ein roter Bugatti, Leute, schaut euch das mal an. Wow! Hey, warte, ich habe auch mir ein Auto gekauft. Nein, Billy. Warte mal, ich habe dir schon ein Auto gekauft. Hast du dir selber eins gekauft, Billy, auch? Ja, natürlich. Also zeig mal her, was für ein Auto. Zeig mal her. Es ist so schön, schau dir es an. Und boom! Billy. Junge, mach das Auto weg, Alter. Ich hab den grünen Lamborghini geholt, das Billy. Schau, das hat einen Dollar gekostet. Das ist komplett schlechtes Auto, Junge. Guck dir das an. Das ist richtig schnell, Junge. Wir müssen auch schnell vom Baby abhauen. Klar, Billy. Und hier ein blauer Lamborghini für Ukri. Nebenbei, Ukri, wo ist der eigentlich? Ukri? Ah, du hast den Loot in die Kiste getan, oder? Das ist Loot rein, Leute. Lord. Schaut mal hier vorne. Ey, lass mal schauen. Das LOL! Ja, ey, da ist voll die krasse Rüstung drin. Ey, und du hast da Redstone-Äpfel, was? Plus, Alter, was ist das für krasse Waffen? Ja, was ist los, Billy? Ey, ich hab mir überlegt, was ist, wenn das Baby Switch mag? Dann lass uns hier den Switch platzieren, damit er die Anregung hat, hier hinzukommen. Das ist nicht gut, Billy. Der soll hier nicht hinkommen. Das soll sicher sein. Soll's probieren, dann geht er hier immer drauf. Stimmt. Oh ja, das ist eine richtig, richtig gute Idee, Billy. Du hast recht. Und schau mal, Alter Uchi, du hast sogar extra so gemacht für Billy eine grüne Rüstung plus einen Emerald-Apfel, lol. Einfach Smart-Apfel. Und für dich? Oh ja, und für dich habe ich Eisrüstung. Und aber ich mag keine Apfel. Alter, Billy, du musst mal ein bisschen. Das ist auch ein Smaragd-Apfel, okay? Das wirst du lieben, Billy, Alter. Du musst mal ein bisschen gesund essen. Der gibt eine Doktor Away. Oh ja, ein Apfel am Tag hält einen Doktor fern. Oh ja, Leute. Und ich würde sagen, Leute, wir sind ready. Ich glaube, das Baby wird jeden Moment kommen. Also, Leute, und ich merke gerade, ich glaube, unser Kreativmodus-Drang, der verschwindet auch. Oh nein. Das heißt, wir sind jetzt super verwundbar. Leute, das heißt, ey, ich verstecke mich hier im Busch und dann werden wir uns einen Plan durchführen, Leute. Gleich geht's los, Leute. Oh nein, ich fühle mich schon komisch. Wir transformieren uns wieder in Survival-Modus. Wow. Und wow, Leute, wir sind auf einmal wieder im Survival-Modus. Oh nein, das ist gar nicht gut. Leute, aufpassen. Junge, das kleine Baby nein, kommt ich jetzt. Ich hab Angst im Lucky. Oder es kommt wirklich... Verstecken. Okay, mal schauen, wo das Beep. Das ist genau vorne. Leute, okay. Was es sagt. Wo seid ihr? Ich kann euch riechen. Ich werde euch bekommen und dann auffressen. Ah! Oh nein. Hast du es gehört, Billy? Hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört. Sehe ich eigentlich schön aus? Ey, Billy. Wie siehst du aus, Digga? Du bist im Hasen geworden. Wow, Alter, was ist da passiert? LOL! Ey, was war das? Aua, aua, aua! Ich glaube, wir haben es erledigt. Ey, Uchi, du hast ganz viel Minen platziert. Ist darauf reingefallen. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Ey, die Minen haben einfach alles gecarried. Ihr dachtet wohl, dass ich so leicht draufgehe. Ich hab's geschafft. Und das werdet ihr bezahlen. Leute, ich glaube, es hat uns gesehen. Ich glaube, es hat uns gesehen. Junge, was geht mit dem Baby ab? Ganz schnell weg, bitte. Ganz schnell. Nein. Baby, stopp. Wir können miteinander reden. Warte mal. Ey, Baby. Nicht schon wieder einen Raketenwerfer in die Hand nehmen. Hey, Baby, schau mal hier vorne. Wow, ein Babywagen und eine Spielzeugbox plus eine Schaukel. Ist das nicht toll? Kriegst du das alles? Wow, oh ja. Wow, wie cool. Danke.
ich will damit spielen. Ihr seid doch meine Freunde. Aber danach werde ich euch killen. Alter, Junge, du kannst es gleich killen, aber erstmal spielen. Aber ich will jetzt einen Cubics Rubik. Ja, ganz genau, spiel damit erstmal ein bisschen. Haha, Leute, das geht mir ganz schnell hier hin. Ja, ich kann es gerne damit spielen. Leute, was ist jetzt passiert? Ich bin einfach hier reingefallen. Zack, schnell. Leute, rennt zum sicheren Boss, rennt zum sicheren Boss. Ja, spiel damit gerne. Ah, das macht so Spaß. Let's go. Das war das Slime-TNT. Aua, 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 lass mich los, lass mich in Frieden. Leute. Nein, das ist Slime-TNT. Guck mal, das explodiert einfach weit, das ist richtig stark. Sieht alles nicht so aus, wie es aussieht. Es tut uns wirklich leid, Baby. Ihr werdet das heimzahlen. Ihr habt mein Spielzeug zerstört, meine Geschenke. Und jetzt wollt ihr noch, dass ich draufgehe. Ich krieg euch. Und jetzt kommt her, Mann. Bam. Oh nein. Ausweichen. Das war knapp. Das war richtig knapp. Junge, der schießt uns jetzt ab. Warte. Wir haben noch eine Falle. Ey, Leute, wir müssen ganz schnell hier rein. Wow, schau mal hier vorne. Baby, was ist denn da? Jetzt ist was drauf reingefallen. Let's go, ist drauf reingefallen. Oh nein, Leute, schnell weg hier. Ey, ihr habt euch schon Sicherheit gemacht. Okay, ich muss es irgendwie. Es hat die Milch gesehen, Leute. Was ist die Falle? Let's go. Lecker. Babymilch. Ich liebe Babymilch. Das wird die Falle da. Es wird ins Gras da. Let's go, Leute. Ist drauf reingefallen. Ja, hab's geschafft. Junge, kommt da raus! Denkst du, es hat überlebt, Ukri? Natürlich nicht, Simlaki! Jetzt können wir nicht Weihnachten weiterfallen, wir können schwimmen! Wenn es überlebt hat, dann ist es auf jeden Fall aber jetzt draufgegangen! Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich das nicht überlebt habe! Billy, oh nein! Junge, was geht da ab? Was geht da ab, Alter? Oh nein! Leute, was geht da ab, Alter? Ich werde euch alle vernichten! Wow! Leute, ist das gerade in die Luft geschossen, Alter? Das hat ein Jetpack. Ey, Billy, wie komme ich hier eigentlich rein? Das war meine Idee. Du musst hin, Alter, Lucky. Bist du geheim Gang oder was? Hey, wie cool ist das? Ja, ganz schnell. Genau. Ey, das hat sich einfach hochkatapultiert. Das kommt wieder runter, Billy. Ganz schnell. Das kommt hier nicht hin. Leute, rüst euch schnell aus. Okay, zack, hier hoch und gleich. Ey, ganz schnell, wichtig. Wo geht's hoch? Hier, Billy, die Statue und dann die Bunkertür auf jeden Fall kaputt machen. Sonst schaffen wir das nicht. Leute, wo ist das Baby? Wo ist das ausrüsten, hin, Leute? Ausrüsten! Ey, egal! Ist gut! Ja, wir rüsten uns derzeit aus, so. Zack, die ganzen Waffen uns gönnen. Bam, die Rüstung und. Ey, was ist das? Eine Feuerbombe? Boah, voll krass! Ganz schnell ausrüsten! Let's go! Boom! Wow, Alter, ich sehe richtig gefährlich aus, Leute. So, zack, wir gönnen sie jetzt ganz ausrüsten. Sieht aus wie Sam Kaki. Hey, was? Billy, Alter, was sagst du da, Junge? Ich sehe aus wie Sam Rock, Alter. Nee, Sam Lucky recht, aus. Aus wie Sam Kaki, Junge, du siehst aus wie Ukri Pupsi. Oh! Okay, Leute, ich würde sagen, ey, wo ist das blöde Baby hin, Digga? Wo ist das blöde Baby hin? Ich bin genau hier vorne und ich bin so wütend, wie ich es noch nie war. Ihr habt mir zwei Fallen hintereinander gestellt. Seht ihr, was ich mit meiner Hand habe? Hm? Laserwaffe, Rocket Launcher plus Vierfachwerfer. Oh nein, Leute, Vierfachwerfer. Ich weiß nur, was klappen könnte. Warte mal. Was kann klappen? Magst du eigentlich Lieder, Baby? Billy, was soll das bringen? Ja, ich liebe Lieder. Bitte sing mir ein Lied vor. Okay, das hat geklappt, Billy. Dann wird Ihnen das gefallen. Nein, Billy. Pups die ganze Zeit. Was singt Billy da? Ich glaube, es ist endlich nun so was? Ich glaube, Baby gefällt das. Oh ja! Leute, was geht da ab? Stopp! Ey, das ist jetzt ganz, ganz gefährlich, ne? Entweder dem Baby gefällt's oder es hat ihm's gar nicht gefallen und dann sind wir am Ende. Billy, sing weiter, sing richtig gut. Nein, Billy, hör auf. Hör, was der sagt, Junge. Ich fand das Lied. Pupsi, richtig schlecht, Junge. Ich will was Besseres hören. Oder wisst ihr was? Ist mir egal, ich zerstöre euch jetzt. Kommt her, Mann! Aber Pupsi ist doch gut. Oh nein, gar nicht gut. Leute, ihr wisst, was es ist. Ich weiß, was das heißt. Junge, ich werde jetzt ganz schnell meinen Redstone abbilden. Ja, versuch es auch zu kriegen, hä? Du willst uns etwas zerstören? Ja, komm mal hier hoch. Das kannst du sowieso nicht zerstören. Das ist Bedrock. Schau mal, da sind ganz viele Laser. Kannst du wohl nicht durch, ne? Ich werde mir noch eine Idee überlegen, da reinzukommen. Ich komme da nicht durch. Warte mal.
Die Laser sind zu breit für mich. Ich bin ein Baby. Ich komme da durch. Haha. Was? Leute, Billy, was hast du getan? Was hast du getan? Nein, Junge, du hast die Laser platziert, Alter. Wo ist das Baby hin? Wo ist das Baby hin? Nein, ich glaube, das hat uns den geheimen Eingang gefunden. Das hat den geheimen... Oh nein. Oh nein. Oh. Habt ihr die Tür zugemacht? Du hast vergessen, die Bunkertür zuzumachen, Leute! Rennt weg! Rennt um euer Leben! Rennt um euer Leben, Leute! Rennt um euer Leben! Leute! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist es noch ein Leben? Du hast ihn zersprengt, Junge. Nein! Junge, wo ist er? Wo ist der hin, Billy? Wo ist der? Hey, hört auf mich anzuschießen, Leute! Was geht hier ab? Ich bin noch am Leben! Oh nein! Komm mal, Billy! Was heißt jetzt? Alter, Billy geht's. Oh nein, Billy, versteck dich! Wir werden es übernehmen! Das gibt Rache, Junge! Bam, 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 Junge! Boom! Ey, wir werden dich kriegen, du blödes Baby, Alter. Da oben ist der. Friss meine Pupsi-Säure! Billy, ich helf dir jetzt! Oh nein, ihr kriegt mich niemals! Wow, Alter, was hat der da geworfen? Ey. Pupsi-Säure! Junge, jetzt bist du gefangen. Zack, fress uns eine Pupsi-Säure! Wow! Digga, das ist Pupsi-Wasser gefallen, Leute! Ist Pupsi-Wasser! Jetzt rennt der weg, ne? Blitzbombe. Oh nein, das tat weh! Kleiner taktischer Rückzug, aber ich komm gleich wieder! Hä? Was? Leute, werft ihn ab mit unseren Granaten! Werft ihn ab mit unseren taktischen, richtig krassen Feuergranaten, Alter! Das kann er nicht überleben! Komm, Batz, Junge! Boom, Giftbombe! Und jetzt, ey, fress meine Elektrikbombe! Bam! Oh nein, Billy, aufpassen, der darf sich nicht kriegen. Bam. Wo ist er? Ich hab eine Idee, wie wir dir helfen. Guck mal, hier Rauchgranaten, da kann er nicht mehr sehen, wo du bist, Billy. Da kann er nicht mehr sehen, wo du bist. Bam. Wo bin ich hier? Oh ja. Wie willst du uns entdecken? Das ist Billy. Alter, Billy, geh da weg. Ich hab eine Idee. Billy, Feuerbombe. Wir müssen Fernkampf machen, sonst kriegen wir nicht. Und das machen wir mit der Sniper. Oh ja, und. Bam, Junge. Seht ihr das, Leute? Ich snipe den jetzt weg. Und boom, Junge. Batz, komm her. Bam. Bam. Zack, frisst das, Alter. Junge, warum hat das so viel Leben? Weg da! Alter, lass mich in Ruhe! Oh nein, das kriegst du jetzt davon. Boom! Ich sollte den Regenbogen abessen. Boom! Alter, Billy, versuchst du überleben? Hä? Regenbogenaffel? Wir sind unsichtbar, Leute. Rauchbombe, jetzt siehst du nichts mehr. Warte mal, Billy, wir sind unsichtbar. Wir sehen uns gar nicht mehr. Wo seid ihr denn jetzt? Ich sehe euch gar nicht mehr. Ich werde euch doch kriegen. Button, du denkst, du kannst dich auf dem Baum verstecken, Oh nein, Ukri, essen Apfel, wer schnell unsichtbar. Ukri, das ist gar nicht gut, Junge. Ukri, du bist gerade zerstört von dem Baby. Ukri, pass auf, essen Apfel. Junge, Alter, Ukri, was geht ab? Ey, Leute, wisst ihr was? Mir reicht's, Junge, wenn das Baby davon nicht raufgeht. Ukri, es tut mir leid. Du musst da schnell weg, Leute. Auf 3, 2, 1 und... Null! Boom! Leute, was ist da abgegangen? Ey, Billy, denkst du, Ukri hat das überlebt? Oder wo ist Ukri hin? Bestimmt. Ich werf trotzdem einfach mehr Bomben. Nein, Billy! Das Baby ist da! Was? Ist das überlebt? Oh, wo ist das Baby? Das ist genau vor dir, Billy! Ey, aufpassen! Junge, wo ist Ukri hin? Hat das Baby etwa gewonnen? Ich bin hier unten! Was? Ihr habt gedacht, ich werde verlieren. Ich habe euren Freund Ukri vernichtet und jetzt fress doch diese 4 Raketen. Bam, bam, bam. Der hast du davon. Oh nein. Alter, was soll das? Weißt du was, Baby? Uns siehst du nicht, ne? Uns kannst du nicht erlegen. Batz, komm her, Mann, Baby. Komm her, Mann, fress das, Alter. Boom, 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 Junge. Batz. Boom. Oh Mann, ich bin so sauer. Ihr werdet das zurückkriegen. Jetzt sehe ich dich. Du bist wohl unsichtbar. Wow. Komm her, Mann, Junge. Wir kriegen das mit uns den ganzen Bomben. Aua. Oh, Leute, ich glaube, wir kriegen den. Bam, schmeiß alle Bomben auf den Billy. Alle Bomben. Junge, der kann das nicht überleben. Alter, guck mal, was für krasse Bomben wir auf den werfen, Junge. Feuer. Giftbomben. Da unten ist der noch immer. Ich auch. Okay, bam. Werf ihn ab, Billy. Und nur noch Feuerbomben. Und mit dem ganzen Rauchbomben sieht ihr gar nicht, wo wir sind. Boom. Wir sind noch unsichtbar. Alter, das kann er nicht überlebt haben. Ihr denkt, die Bomben machen wir etwas an? Ich bin zu stark dafür. Du, wie stark ist der eigentlich? Was ist das für ein Baby? Alter, weißt du was? Damit werden wir jetzt alles zerstören. Vielleicht gehen wir auch drauf, Leute. Aber das Baby wird auch drauf gehen, Leute. Wir opfern uns jetzt auf. Alter, auf mich abzuschießen. Billy, es tut mir leid. Wir müssen es tun. Und... und... Bam! Boom! Wow! Das kannst du nicht überleben! Batz!
Alter, es überlebt. Das ist die Billy, nukleare wie kann es das überleben? Billy, ich glaube, wir haben nur eine Wahl. Leute, wir haben nur noch eine Wahl. Sollen wir es tun? Ja, wir müssen unbedingt was tun, aber was sollen wir tun? Ich habe eine Idee, Billy. Wir müssen uns auch für Ukri rächen. Ich weiß nicht, wo der ist, aber wir müssen ihn retten. Wow, Alter, aua! Ich schieße noch immer Raketen ab, Junge. Friss das, ey! Ich zünde jetzt das krasseste TNT, was es gibt. Das wird alles in die Luft sprengen. Ganze Ukri City, aber danach sind wir endlich frei von diesem blöden Baby und wir werden wieder alles aufwürgen. Bam, Junge, fress das als letztes. Dass du das machen willst, ja, ich werde jetzt das krasseste TNT aller Zeiten zünden, Leute. Okay, tu es. Let's go, komm schon. Okay, Billy, schau, was ich im Wind habe. TNT mal 1000. Das hatte ich schon ganze Zeit dabei, aber ich wollte es nicht zünden. Ich wollte es euch nicht sagen, aber jetzt muss ich... Ey! Hör auf, mich abzuschießen. Das kriegst du zurück. Dafür, dass du Ukri sowas angetan hast. Bam, 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 Junge. Und jetzt friss doch unsere Nuklearbomben. Aua, aua, das tat so weh. Aber ich bin das stärkste Baby der ganzen Welt und du wirst mich nicht kriegen. Oh nein, das ist wirklich stark. Ach, bist du sicher, dass ich dich kriegen werde? Wie wär's denn damit? Boom, Junge. Oh, Billy, abhauen, 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 abhauen. Weg hier, weg hier. Oh nein, Leute, Leute. Wow, wow, wow. Ukri, wir haben Karies am Zahn. Wir müssen unbedingt zum Zahnarzt. Aber irgendwie... Ja, aber ganz ehrlich, so, Mark, ich habe ein bisschen Angst vor der neuen Praxis. Weißt du, wir wissen nicht, ob das ein guter Zahn ist oder schlechter ist. Am Schluss zieht deine ganzen Zähne und du hast keine Zähne mehr, Simlucky. Welcher Zahnarzt zieht dir alle Zähne? Hier sieht's aber wirklich ein bisschen komisch aus. Warum ist hier Stachel? Oh, da vorne ist ja der Zahnarzt. Hallo, Zahnarzt. Neue Kunden? Kunden? Oh ja, Zahnarzt. Yo! Alter, Ukri, wir waren die da. Was geht denn bei dem, Alter? Ich wollte ja Zähne putzen. Zähne putzen? Ukri, du kannst gerne voll rausgehen. Nein, auf keinen Fall, Simlucky. Eben hast du doch einen auf großen Macker gemacht und jetzt traust du dich nicht rein? Ukri, woher soll ich wissen, Junge, dass der so komisch aussieht? Hast du ihn mal angeguckt? Oh, nein. So, jetzt geh rein, du musst deine Zähne behandeln lassen. Ich darf euch betäuben. Betäuben? Ach so, du meinst Mundbetäubung. Ich warte hier draußen. Komm hier mit rein, komm hier mit rein. Okay. Sind da hier die Stacheln rein? Die Stacheln? Warum sind hier Stacheln? Und was ist das dort hinten, Leute? Ach so, damit spielen die Kinder immer. Warte mal, die Kinder? Was ist das da vorne? Ist war hier vielleicht jemand vor uns? Ist das vielleicht... Billy? Das sieht aber nicht aus wie Spielzeug. Bist du dir sicher, dass damit die Kinder spielen? Wem hab ich sowas angetan? Wenn ihr euch gleich nicht dorthin setzt, dann wird das gleich euch widerfahren wie ihm hier. Ukri, du hast es gehört. Okay, ja gut. Ich setz mich hin. Der Zahnarzt kannst du schon nicht so schlimm sein. Ich mein... Leute, sonst wäre er ja nicht Zahnarzt geworden. Und sag mal, Zahnarzt, bevor ich hier meine Zähne putzen lasse von dir, warum sind eigentlich deine Zähne so gelb? Du bist doch Zahnarzt, deine Zähne sollten weich sein. Also, es war einmal in meiner Kindheit, dann habe ich so viele Süßigkeiten gegessen, aber jetzt weiß ich, wie man Zahnarzt ist. Du weißt, wie man Zahnarzt ist? Ach so, das ist... Du willst nicht vertrauen. Du willst nicht vertrauen? Alter, Ukri, hast du mal seine Zahnbürste gesehen? Die ist richtig spitz, Alter. Wie soll denn der Name die Zähne putzen? Egal, egal. Ich besser durch die Zähne komme. Das nur, damit du besser durch die Zähne kommst. Okay, kannst du es mal wegtun? Weil ich piekse mich da noch auf. Ja, kein Problem. So. Okay, Alter, wir müssen hier ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell müssen wir hier weg. Wir brauchen irgendeine Ausrede. Okay. Ja, ich mach schon. Ich bin doch ganz ruhig. Endlich neuer Besuch, also neue Experimente. Was? Leute, habt ihr es gehört? Neue Experimente! Oh nein, nein, das ist ein verrückter Zahn! Na los, jetzt machst du deinen Mund auf! Oh nein! Oh, ich habe eine Idee, Ausrede! Schau mal, dort hinten sind ganz viele Süßigkeiten! Was, Süßigkeiten? Ich liebe Süßigkeiten über alles! Der ist doch Zahnarzt! Ja, macht gar keinen Sinn! Natürlich macht das keinen Sinn! Der ist auch kein normaler Zahnarzt, Ukri! Wir haben ihn abgelenkt, aber du weißt ganz genau, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell abhauen, bevor... Ich habe auf Google-Bewertung gesehen, dass das der Beste auf der ganzen Stadt ist! Auf Google-Bewertung? Das ist Fake, Ukri! Oh nein, ich glaube, dem ist aufgefallen, dass dort keine Süßigkeiten sind! So, jetzt mal Mund auf! Jetzt reiht ihr mich angelogen! Angelogen? Nein! Oh, was machen wir jetzt? Wir müssen ablenken! Ukri, wir müssen ganz schnell eine sicherste Basis bauen, um von dem zu entkommen! Der ist so schnell! Wie kann der so schnell sein? Wir müssen ihn irgendwie ablenken! Irgendwie müssen wir ihn ablenken! Sonst entkommen wir nicht! Ukri, ich will nicht von seiner Zahnbürste aufgestochen werden! Hörst du, Black, ich habe eine richtig gute Idee! Du machst mir die Torte, die du für Billy vorbereitet hast, für seine Geburtstagsparty schnell! Stimmt! Okay, aber ich habe eine Idee! Let's go! Oh nein! Und der ist ganz viel besser, die sicherste Basis!
Basisbau, das ist unsere letzte Chance. Und, ey, stopp. Pass auf, hier sind deine Süßigkeiten. Schau, ganz viele. So wie du die magst. Rein, Uki. Schnell weg. Okay, Uki. Jetzt haben wir keine Torte für den Geburtstag für Billy morgen. Uki, das ist egal. Wir besorgen später ganz schnell eine andere, wenn wir dann noch leben. Denn wir müssen jetzt die sicherste Basis bauen vor dem verrückten Zahnarzt, damit wir in Sicherheit sind. Uch, in 10 Minuten wird er bestimmt alles aufgegessen haben und dann wird er uns besuchen kommen. Und in der Zeit müssen wir schnell eine sichere Basis bauen. Lass uns einfach das krasseste, sicherste Haus aller Zeiten bauen. So, Marco, ich würde sagen, wir machen das direkt hier vorne, damit wir ihn mal beobachten können. Wir können ihn sehen, weil er fertig ist mit dem Süßigkeiten. Alter, Uch, es gibt aber ein Problem. Wir sind im Survival-Modus und wie sollen wir so bitte sehr etwas bauen? Wir haben gar keine Items und Fallen, um das sichere Haus zu bauen. Ich hab ne Idee, die Community kann uns helfen. Weißt du auch wie? Wie, Uki? Also erstens, nicht so viele Süßigkeiten essen, damit der hier nicht hinkommt, Leute. Und zweitens, ganz viele Likes und Abos dalassen. Oh ja, denn dann kriegen wir einen Kreativmodus-Trank für 10 Minuten. Und damit werden wir das sicherste OP-Haus bauen. Wünschen. Lass ein Like da und ein Abo, damit wir den Kreativmodus bekommen. Komm schon, Leute, auf 3, 2, 1 und 0. Lass ein Abo und Like auf 3, 2, 1, 0. Let's go! Let's go! Und wow, Leute! Es hat geklappt, Uki! Schau mal, wir haben einfach ein... Ey, trinkst du denn schon, oder was? Oh Mann, Uki hat schon getrunken. Leute, ey, guck mal, wie krass der aussieht. Kreativ, was passiert mit mir? Kreativmodus für 10 Minuten, Uki. Wir müssen sowas umbeilen. Sowas von... Oh, Deutsche! Wow, Leute! Wir sind im Kreativmodus! Es hat geklappt! Ey, Uki. Ey, weißt du, was ich jetzt habe? Jetzt habe ich unendlich viel Holz und wir fangen direkt an. Let's go! Wir bauen das sicherste Haus, Uki. Junge, das kannst du auch im Survival-Modus. Wozu brauchen wir Holz, Uki? Das ist doch gar nicht sicher! Ey, weißt du was? Ja, klar ist es sicher. Junge, was für Holz? Ich habe Bedrock plus Obsidian und das wird tausendmal so sicher sein, Uki. Nein! Ja klar, wir bauen... Was? Junge, Uki, wir bauen kein Holz aus. Guck mal, ich mach das hier jetzt alles weg. Ich hab eine bessere Idee. Ich hab eine. Alles wir bauen unser Haus aus. Stroh! Junge, er will ja auch jetzt nicht ein Strohhaus bauen. Ey, Uki, Stroh ist voll das Noob-Haus. Weiß doch ganz genau. Ich hab eine gute Idee. Wir bauen ein Fake-Strohhaus und dann machen wir eine Falle rein. Stimmt! Okay? Oh, das. Ey, aber Uki, mach das hier rechts. Nee, mach das nicht direkt vor unserem normalen Haus, okay? Hier kommt das Bedrock-Haus jetzt erstmal hin. Ich mach das irgendwo anders hin. Ich mach da eine richtig coole Falle rein. Und dann fällt er drauf rein, weil du weißt, dass Junge, der Stroh ist so leicht und es kann sogar das ist vom Wind zerstört werden. Ey, das kann man sogar wegpusten, Leute. Aber Bedrock ist so sicher, da kommt niemand durch. Auch nicht der Typ mit seiner komischen... Bruder, ich mach das hier auf der Straße, okay, Bro? Haha, ja, mach, ey. Das wird ihr direkt sehen. 100%. So, wir stellen jetzt hier das Grundgerüst fertig und da haben wir schon den ersten Raum. Wenn ihr hier reinkommt, Junge, ich fress einen Besen. Ey, das schafft der niemals. Oder denkst du, seine Zahnbürste ist so stark, dass er einfach Bedrock damit zerstören kann? Nein, Alter, niemals, Junge. Obwohl, Karies ist auch so ein bisschen, sieht auch ein bisschen aus wie Bedrock, sag ich dir. Der Junge, der kann. Vielleicht, Alter, mit vielleicht seiner ist ja Karies sogar Bedrock in Minecraft. Verstehst du? Kann okay, ja auch sein. Nee, das ergibt gar keinen Sinn. Okay, Uki. Wir haben jetzt unsere Bedrock-Basis fertig. Uns fehlt nur noch das Dach, aber ich habe mir schon mal gedacht, wie kommt man hier rein? Tür habe ich schon zu oft gemacht. Ey, ich habe eine bessere Idee, Uki. Schau mal. Wir machen einfach einen Eingang hinten am Haus. Hinten und keinen normalen Eingang, sondern einfach eine Nuklearbunkertür. Komm mal her, Uki. Alter, let's go. Lass das machen, Bro. Ja, schau dir das mal. Guck mal hier. Bam, ist so eine Trapdoor. Yes. Kann man so öffnen. Boom, und da kann man hier rein. Und das schützen wir jetzt hier einfach mit Bedrock. Das ist einfach geheim hier hinter, ne? Alter, OP. Richtig geheim. Ey, ich baue hier vorne jetzt eine richtig coole Falle rein. Ich mache da einfach eine Druckplatte rein. Alter, was für eine Falle? TNT da drunter, oder? Hör, TNT. Ey, denkst du, der kann wo ist der Typ hin, Uki? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Also, keine Ahnung. Alter, der... Oh nein, Uki, 10 Minuten, da sind wir im Survival-Modus und da wird er uns wahrscheinlich kriegen. Der wartet nur ab, Uki, der wartet... Was hast du da gerade an? Junge, weißt du, was das ist, Bro? Junge, das ist doch nicht dein Körper, Uki. Da hast du solche Muskeln. Junge, das ist mein richtiger Körper, Alter. Du hast kein Fatpack, Uki. So, jetzt mach mal hier die TNT hin. Okay, Leute, und Uki, ich platziere jetzt hier drin das TNT. Wir haben das Haus mal ein bisschen weiter von unserem Haus gebaut, denn, Leute... Passt auf, hier wird kein normales TNT reingemacht. Hier wird einfach TNT mal 5 gemacht. Das heißt, die Explosion ist 5-mal so groß, Uki. Crazy, 5-mal so groß. Alter. Und damit wird er nicht recht. Und Leute, wir werden sehen, wie krass die Explosion ist, wenn der verrückte Zahnarzt uns attackiert. Und jetzt müssen wir das noch irgendwie verstecken. Und schaut mal, was ich in meiner Hand habe. Das werden wir ganz am Ende zünden. Das ist das schwarze Loch TNT, wenn wirklich gar nichts mehr funktioniert und wir verloren haben. Das ist unsere einzige Wahl, diesen Typen irgendwie zu zerstören, das schwarze Loch TNT. Ich bin so gespannt, was es am Ende anrichten wird. Deswegen schaut unbedingt bis zum Schluss, um das nicht zu verpassen. So, Leute, jetzt müssen wir das Haus nur noch zu Ende bauen. Ich habe schon eine gute Idee. Wir machen hier einfach solche Wässertüren hin, damit man das TNT dort vorne nicht sieht. Und wenn er hier reingeht, zack,
dann werden wir das TNT zünden. Nämlich habe ich mir schon was hier vorbereitet. Wir machen eine versteckte Redstone-Leitung. Und damit werden wir das TNT 100% zünden. Guckt euch das mal an. So, zack. Haha, das wird ihr nie im Leben sehen. Und hier bauen wir so hin, damit ihr das auf keinen Fall auch bemerkt. Wir nehmen einfach alle Sobs. Let's go. Oh ja, und jetzt machen wir hier so eine Redstone-Leitung hin, Leute. So, zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Und werden das ganz hinten zünden, damit uns auch nichts passiert. Denn das ist ultra krasses TNT, Leute. Wenn das zündet, Junge, dann will ich auf keinen Fall dabei sein. Und wir werden sehen, was mit dem Zahlas passieren wird. Oh, okay, ich habe eine Idee. Ey, wir müssen da so blau und rot reinbauen, damit er denkt, dass wir dort drin sind. Weißt du, weil du bist blau, ich bin rot. Das sind solche Attrappen. Mach mal heimliche Statuen rein. Attrappen, das genau. Solche Puppen, aber das sind nicht wir, Leute. Das sind einfach solche Attrappen. So, zack. Hier platzieren wir den Hebel dann und damit werden wir das TNT zünden. Okay, okay, das ist der Notfallshebel. Den aber darfst hier, du auf keinen Fall zünden. Hier mach ich die Attrappe hin. Schau mal. Sieht doch aus wie du, oder nicht? Das ist blau. Junge, der sieht doch nicht aus wie ich. Ukri, das musst du in das Haus reinmachen. Hä? Junge, sonst geht der gar nicht ins Haus rein. Das ergibt doch gar kein... Junge, Ukri, was ist los mit dir, hä? Mach ich auf jeden Fall, aber da passt das halt nicht so gut rein, ne? Hm? Guck mal hier. Junge, doch, natürlich passt es da rein. Bau da einfach das rein, fertig ist. So, okay, warte, Ukri, so, zack, wie findest du das? Warte, zeig mal her. Du hast schon das Dach gebaut vom Bedrock-Haus. Das ist sehr, sehr wichtig. Zeig guck mal, her. Ist das eine gute Tarnung? Schau mal. Hä? Steve-Kopf, Ukri. Egal, dieser Zahn. Warte, so. Junge, hast du seine Augen gesehen? Die waren komplett rot, Junge. Als ob der da einen Unterschied erkennt. Der kann sowieso nicht. Der denkt, das sind wir. Ja. Guck mal, hier als nächstes, Ukri, müssen wir uns ein Geheimgang bauen. Das Bedrock-Haus habe ich auch schon zu Ende gebaut, ne? Das Dach. Ja, ich habe es auch gesehen, Ukri. Und jetzt baue ich einen Geheimgang einfach zu Ende. So, wir brauchen hier einen Leiter, damit wir hier natürlich... Und Ukri, wir müssen hier noch alles sicher machen. Das heißt, alles mit Bedrock hier ausbauen. So, zack, 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 damit hier der Zahnarzt auch... Junge, am Ende, der buddelt sich hier wie ein Maulwurf einfach runter und kann hier rein. Deswegen hier alles mit Bedrock sicher machen. Hier platzieren wir jetzt die Leiter, damit wir jetzt hier hochkommen. So, zack. Und auf der anderen Seite auch. Ey, denkst du, es gibt so Eisenleiter oder so? Safety Meyer, Bro. Schau mal, was ich hier habe. Ich habe einfach eine Metallleiter. Zeig mal her. Let's go. Metallleiter! Zack, Alter, richtig OP. Zack. Habt ihr sowas schon Alter, mal gesehen, ich Leute? Ich liebe Metallleitern, weil die sind noch viel härter als die normalen Leitern. Okay, Ukri, jetzt fehlt nur noch auf dieser Seite die ganzen Metallleiter. Da sind wir schon fertig mit unserem Untergrund-Geheimtunnel. Alter, das ist sowas von krass. Platziere die mal auch hier vorne, Ukri. Ey, ist im Lucky, der voll platziere ich die anderen Leiter. Schau mal hier, hier. Zeig mal her, was ist das für Leiter? Das riecht ein Nuklearleiter. Alter. Aber die sind richtig rostig, Ukri. Oh yeah, Bunkerleiter. Bunkerleiter, vertrau mir, die sind krass. Okay, ich vertraue dir, Ukri. Ey, ich sehe gerade, Junge, in diesem Raum hier, in unserem Haus, wir können einfach nicht außen gucken. Das heißt, wir brauchen Kameras, damit wir auch wissen, was abgeht, wenn wir uns ein Häuser oder sichere treffen. Fenster. Wie wäre es mit sicheren Fenstern? Das ist auch eine gute Idee. Aber Kameras sind besser, Ukri. Da können wir alles sehen, aus einer richtig krassen Perspektive. Und hier vorne ist auch schon mein Kameramonitor und meine Security-Kamera. Ich baue hier mal ganz kurz auf, Ukri. So, das machen wir wieder zu. Wir haben noch Kreativmodus, deswegen können wir das noch. Und jetzt, ich platziere hier ganz oben eine Kamera. Warte mal, hier mit der Ecke und... Ey, nein, das ist so offensichtlich. Das ist so offensichtlich. Wir müssen die irgendwo platzieren, wo der keine Ahnung hat. Ey, Ukri, ich platziere genau hier vorne eine Kamera, damit wir sehen, wie der da vom TNT gesprengt wird. Und hier vorne beim Baum platziere ich auch eine. Wartet, so, zack, hier mache ich einen Bedrock hin und da die Kamera hin. Jetzt nur noch mit meinem Monitor verknüpfen. Und Leute, jetzt haben wir die perfekte Sicht auf den bösen Zahnarzt. Ich frage mich immer noch, wo der ist, Alter. Aber in 5 Minuten sind wir gleich im Survival-Modus. Ukri, wir müssen es richtig beeilen, schnell. Ey, Simlucky, ich habe eine richtig krasse Frage an dich. Junge, wann kommt eigentlich dein Song raus? Mein Song? Junge, bei 100.000 Abonnenten mache ich Diss-Track gegen dich, Ukri. Also Leute, lasst allen Abo und ein Like da, weil bei 100.000 Abos kommt der Diss-Track gegen Ukri. Ey, Simlucky, weißt du, mit dieser Maske bin ich einfach 10% stärker. Schau dir mal an. Ehrlich? Hey, gönn mal her. Gib mal her, die Maske. Ich habe auch was für dich. Das passt nicht perfekt, weil du willst ja immer der King sein, aber schau mal, was du bist. Ja, okay, was willst du? Du bist der Papier-King, Alter. Eine Papierkrone habe ich für dich. Ja. Bäh. Junge, einfach Papierkrone. Ja, was Alter, bringt die mir, Ukri? Pupsi-Krone. Ja, Alter, nix. Junge, ein Rüstung, glaube ich. Das gehört schon dir, Ukri, Alter. Aber nee, aber schau mal hier. Zieh das mal an. Es gibt wirklich ein bisschen, das gibt einfach Stärke. Ey, was ist das? Das ist ein Wither-Kopf, aber ein Rainbow-Wither-Kopf. Okay, das sieht richtig heftig aus, Leute. Und, ey, stopp, Junge. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Ukri. Was redest du hier? Die ganze Zeit blödes Zeug. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Mach mal den Eingang zu. Nein. Jetzt bauen wir hier richtig krass rein. Wow, das ist ja kein normal. Das sind Gitter, Alter. Sichere Gitter. Das sind keine normalen Gitter. Sichere Gitter sehe ich gerade. Okay. Das sind die Gitter, die bei den krassesten und sichersten Gefängnissen für die schlimmsten Verbrecher aller Zeiten verwendet werden. Ey, Junge, da werden wir den Typen auch noch einsperren. Wenn wir den erstmal erledigen, um den zu erledigen, Ukri, brauchen wir richtig viele Waffen. Deswegen würde ich sagen, komm, geh mal hier in den Geheimgang rein und bereit mal richtig krasse Waffen und Rüstung vor, die wir dann ausrüsten können. Okay, damit wir auf jeden Fall gegen uns einen Zahnarzt gewinnen, Junge. Okay, Leute, und der
derzeit werde ich auf jeden Fall hier schon mal richtig viele Fallen platzieren, in die einfach der Zahnarzt am Ende auch reinfallen wird. Und zwar, Leute, ich habe mir schon was richtig krass überlegt. Und zwar haben wir hier einmal uns das Fake-Strohhaus. Aber was uns noch fehlt, wir brauchen eine zweite Falle und da habe ich eine richtig gute Idee. Wir bauen einfach wieder ein Haus. Guck mal, hier ist das Candy vom Zahnarzt. Das mache ich mal weg. Und wir werden jetzt einfach ein Fake-Candy-Haus bauen. Ein Candy-Shop machen wir jetzt einfach. Denn ihr wisst ja ganz genau, dieser Zahnarzt mag Candy über alles, also Süßigkeiten. Obwohl der Zahnarzt ist. Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist einfach ein Beweis dafür, dass der Fake-Zahnarzt ist. Und Candy-Shop müssen wir jetzt einfach genau hier vorne irgendwo hin platzieren, wo ihr ihn auf jeden Fall seht. Und wir machen ihn einfach so Rainbow-mäßig, damit das richtig cool aussieht. So, zack, batz, batz, batz. Es ist kein Rainbow, Leute, bruh, aber egal. So, boom, platzieren wir jetzt hier überall diese Rainbow-Farben. Und das wird jetzt unser richtig krasser Candy-Shop. Und zack, Leute, ich habe jetzt das Rainbow-Haus hier fertig gebaut. Junge, es wird ihm so in die Augen stechen, das ist einfach so auffällig. Und jetzt bauen wir hier einfach so eine Tür hin. Und als nächstes, Leute, damit ihr auch weiß, dass es ein Candy-Shop ist, platzieren wir hier einfach so ein Candy-Shop-Schild. Schaut mal, ey, der wird sowas von wissen. Das hier ist ein Candy-Shop und der wird da vorbeigehen, Leute, und denken, let's go, Candies. Aber, was er nicht weiß, Leute, hier werden ihn keine Candies erwarten, beziehungsweise Süßigkeiten, sondern eine ganz fiese Falle, gestellt von Sim Lucky, dem Pope. Ich bin gespannt auf die Ausrüstung und Waffen, die Ukri da schon nebenbei vorbereitet. Aber die Falle müssen wir natürlich verstecken, damit der auf keinen Fall auffällt, dass hier eine ist. Und hier hinten machen wir einfach Candies hin. Oh ja, das ist der Köder, Leute. Und wenn der hier lang geht, zack, fällt der hier rein. Denn das Ganze ist einfach Fake-Gras, habe ich euch ja noch gar nicht gesagt. Das einfach so aussieht wie Gras, aber das ist normalerweise kein Gras. Und das heißt, hier unten fehlen jetzt nur noch ein paar spitzige Stacheln, die dem alten Opa den ganzen Hintern aufpieksen. Oh ja. Okay, hier platzieren wir jetzt das ganze Fake-Gras. So, zack, perfekt. Und damit das Ganze nicht so auffällig ist, weil hier ist Beton und hier ist Gras, das gibt keinen Sinn, machen wir hier einfach alles aus Gras. Hier kommt aber normales Gras hin. Und schaut mal, hier ist einfach fast gar kein Unterschied zu erkennen. Junge, was für fast gar kein Unterschied? Hier ist kein Unterschied zu erkennen. Und Leute, ich führe euch mal vor, was passieren wird, wenn der verrückte Wissenschaftler diesen Candy Shop sehen wird. Aber dafür brauche ich erstmal Ukri. Ukri, komm mal her hier. Yes, sir. Natürlich bin ich am Start. Für Blacky, zeig mal her. Okay, Ukri, du bist jetzt der verrückte Wissenschaftler. Oh, ich liebe Candy. Okay, okay. Junge. Ich muss mich in seine Lage versetzen. Okay, ja, in deine Lage versetzen. Wir schauen dir einfach mal zu. Hey, okay. Leute, der fällt jetzt auf meine Falle rein. Ich liebe Süßigkeiten. Ich bin der verrückte Wissenschaftler. Was ist denn hier los? Und? Oh ja. Ey, Ukri, hör auf zu pupsen, Alter. Was machst du da? Und du bist in die Falle reingefallen. War das gut? Habe ich mich gut versetzt in deinem Lager? Ja, Lage? Klar. Ich glaube, genauso wie es. Bisschen zu gut, aber der. Warum hast du gefurzt, Ukri? Das hast du nicht geschauspielt, das hast du echt gemacht, Ukri. Sei ehrlich. Okay, Leute, und hier sind die nächsten Fallen. Wir brauchen irgendwas, was uns das Bedrock-Haus beschützt, okay? Im Notfall aller Notfälle, wenn das Bedrock einfach kaputt geht, brauchen wir auch etwas, was unser Haus beschützt. Und genau deswegen mache ich jetzt hier so eine Grube. Und da werde ich gleich einfach richtig krasse Sachen reinmachen. Ihr werdet schon sehen, was der gleich rein tue. Ja, ihr seht es schon in meinem Inventar. Und zwar ist es einfach Void. Oh ja. Wir können einfach Void erschaffen in diesem Kreativmodus. Und da wird, wenn der da reinfällt, der kommt da nicht mehr raus. 100% der kommt da nicht mehr raus. Guck dir das an, Ukri. Komm mal her. Ukri. Ey, nebenbei hast du die Ausrüstung fertig gebaut. Ja, warte. Ich muss gerade ein bisschen was aussuchen. Leute, du hast einfach eine Wassertruhe gemacht und eine Lavatruhe. Wie krass das denn? Ich wusste gar nicht, dass es eine Diamantentruhe, Junge, und eine Kupfertruhe. Was für Wasser und Lava. Hä, wie? Was für Kupfer? Das ist Lava und kein Kupfer, Junge. Das sieht jeder Mensch, dass das Lava ist. Ey, Ukri, das sieht jeder Mensch, dass das Lava ist und kein. Leute, ist das Lava oder Kupfer? Schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Also, Ukri ist echt lost, Alter. Der weiß nicht mehr, was Kupfer ist. So, also, die Void dürfen wir auf keinen Fall berühren. Jetzt im Kreativmodus dürfen wir das noch berühren. Aber später auf keinen Fall. Sonst teleportieren wir uns einfach ins Void und kommen dann nie wieder raus und kriegen richtig viel Damage. Aber da wird 100% der Zahnarzt reinfallen. Ach, so lucky. Schau mal, was ich habe. Hä? Yo! Ciao, Alter, ist das Thanos-Handschuh? Nein! Das ist der Infinity-Handschuh. Was? Yeah. Was? Alter, Ukri, pack den dort rein und ich guck mir das gleich an und dann werden wir damit gegen den verrückten Zahnarzt kämpfen. Ey, ich bin so gespannt, Leute. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss. Und jetzt, Ukri, das Wichtigste fehlt noch und zwar ganz viele Fallen, okay? Das sind Käfigfallen. Dort auf jeden Fall nicht drauf treten. Nicht drauftreten, Ukri. Nicht drauftreten. Kein Problem, ich würde da niemals draufstehen. Alter. Aua, hä? Junge, ich hab die gar nicht gesehen. Du kleiner Dupe, Alter. Du hast doch Glück, dass du Kreativmodus bist, Junge. Da wirst du einfach gefangen und kommst dann nie wieder raus. Und wenn er dort gefangen ist, Junge, dann schießen wir den ab mit dem Infinity-Handschuh. Da kann er sich nicht mehr befreien. Und jetzt als nächstes fehlen nur noch ein paar explosive Minen. Und die platzieren wir jetzt auch überall. So, zack, zack, zack. Die machen wir hier vorne hin. Bevor er zum Haus geht, wird er da auf jeden Fall richtig zerbombt, Leute. Hier wird alles in die Luft.
Luft springen. Okay, Leute, wir sind schon fast fertig. Wir gucken gleich bei Ukri, was er dort alles reingemacht hat. Als letztes fehlt hier aber noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Nämlich, wer kann es erraten? Oh ja, richtig, die Laser. Und die müssen wir natürlich überall platzieren, damit hier der verrückte Wissenschaftler auf keinen Fall durchkommt. Wir machen hier erstmal einen kleinen Graben. So, zack, zack, zack. Und jetzt tun wir da überall die Laser rein und können die, indem wir hier oben welche platzieren, alle verbinden. Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist das sicherste Bedrock-Haus der Welt. Und Ukri, ey, wir haben noch eine Minute Zeit. Nur eine Minute. Nein, 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 wir müssen uns richtig beeilen. Ganz schnell. Oh ja, ganz komplett Ukri. Da, Junge, wir gehen sonst drauf, Ukri, richtig schnell. Eine Minute haben wir nur noch kreativen Modus. Heute. Die 10 nein. Minuten sind gleich vorbei. So, okay, ganz, ganz schnell hier diese Umrandung machen. Ukri, ey, bist du schon fertig? Ja, bin ich. Mit der ganzen Ausrüstung. Sicher, ich guck, ich komme gleich vorbei. Bin ich auf jeden Fall 100%. Ey, wir müssen gegen den fighten. Du musst die krasseste Ausrüstung der ganzen Welt nehmen. Custom-OP-Rüstung. Mach ich, Alter. Richtig viel. Mach ich, Junge. Okay, let's go, Leute, wir haben die Laserwand jetzt hier einfach schon fertig gebaut. Let's go. Okay, zum Beispiel, dann würde ich sagen, schau mal in die Kiste hier vorne, Junge, ist so OP-Loot drin. Okay, warte mal, ich schau in meine Kiste, Ukri. Wow, was ist denn hier? Junge, warum ist da ein Nokia drin, Alter? Was für ein Nokia-Handy, Alter, kannst du mal haben? Nokia ist unzerstörbar, wusstest du es nicht? Wo ist hier gerade Infinity-Handschuh? Alter, Ukri, was kann der bitte sehr? Ey, weißt du was, ich werde nur den benutzen. Yo! Ukri, schau mal. Du leuchtest. Ich glaube, jetzt bist du richtig stark Alter, geworden. Ich leuchte richtig krass. Ich kann einfach so unbesiegbar werden. Weil ich teste mal. Ukri, komm mal hier vorne hin. Komm mal hier vorne hin. Ich teste mal die aus, okay? So, das können wir damit. Leute, ich benutze jetzt einen anderen Stein. Und. Ukri, was geht denn jetzt ab? Ey, damit kannst du... Alter, okay, los. Schau mal, was ich jetzt mache. Und. Jetzt Batz. Reiß mir. Batz, ging's dort, Ukri. Ey, damit werde ich nicht mehr entspann dich, Ukri. Warte mal, was können wir noch machen? Ja, guck mal, ich kann einen Dirtblock so bewegen. Guck mal. Hey, Ukri, warte mal. Ich glaube, ich kann nicht zu Dirt verwandeln. Guck mal. Ich kann einfach alles. Ich kann einfach alles zu Dirt verwandeln, was ich anschaue, Ukri. Guck mal. Schau mal, ich kann alles, was ich angucke, einfach zu Dirt verwandeln. Lol, WTF. Ey, wie krass ist das denn? Putz Dirt, putz Dirt. Boah, wie krass. Denkst du, wir können auch hier vorne alles zu Bedrock machen, was wir anschauen? Zu Bedrock? Stimmt, das könnte auch klappen. Alter, wenn das funktioniert, Ukri, das testen wir aber gleich aus. Nicht. Und Leute, jetzt, wo wir unsere ganzen Waffen und Ausrüstung haben, würde ich sagen, ich glaube, wir sind bereit, Ukri. Und der Timer ist jetzt zu Ende. Das heißt, wir werden wieder zurückverwandelt. Der kommt gleich, der kommt gleich. Der Kreativmodus ging nur für 10 Minuten. Jetzt werden wir zurückverwandelt. Oh nein, Ukri. Wir kommen wieder zum Survival-Modus. Wow, wir müssen jetzt gegen verrückten Zahnarzt kämpfen. Wow. Und wow, Leute, wir sind jetzt im Survival-Modus. Du weißt, was das heißt. Und 10 Minuten sind vorbei und... Jetzt sind wir verwundbar. Das ja, wir sind verwundbar und... Nein! Alter, Ukri, du weißt nicht, wer da draußen ist. Der verrückte Thanos ist draußen! Aber nicht. Ich hab Angst, Oh, ja, okay, das ist gar nicht gut. Ukri, was machen wir jetzt? Sind meine Süßigkeiten. Leute, schaut mal, wie aggressiv der aussieht. Ukri, wir werden jetzt unsere Falle verwenden. Weißt du was? Als allererstes, ich schaue jetzt unseren Kameramonitor, denn dort können wir ihn perfekt beobachten. Und zack, ich sehe ihn! Ich sehe, Junge! Genau da vorne ist er! Okay, was wird der jetzt machen? Oh, ich werde kriegen, Mann. Ich weiß, dass ich hier irgendwo da ist. Leute, ich wechsle ganz schnell in meine andere Kamera. Und zwar in die zweite. Da kann ich ihn besser beobachten. Perfekt, von hier aus sehen wir ihn noch viel besser. Oh, das ist die erste Mine. Hoffentlich fällt er drauf rein, Ukri. Schau mal in die Kamera. Ja, ich schau rein, Alter. Ja, ja, da fällt drauf rein. Let's go, komm schon. Wo sind meine Süßigkeiten? Let's go! Er ist drauf rein! Ey, ich bin die ganze drauf rein. Wir haben gewonnen. Nein, Po, Alter, das kann nicht. Warum überlebt ihr das? Junge, warum überlebt das? Vorne seid irgendwo da. Ey, ist wieder drauf reingefallen. Ey, der wird uns niemand. Guck mal, da ist unsere Attrappe. Ey, der will uns finden und der denkt bestimmt, wir sind noch drin. Der ist so ein Loop. Der denkt bestimmt, wir sind noch drin. Ich habe euch gefunden. Okay, ganz schnell die Kamera verlassen. Und jetzt ganz schnell hier raus, ganz schnell. Wir müssen das TNT zünden, ganz schnell. Okay, hier aufmachen. Okay, raus hier. Sehr gut. Ey, Sim Lucky, der fällt jetzt auf meine Strohfalle herauf. Ja. Sehr gut. Ich sag's doch, Ukri, aber wir müssen das TNT zünden. Das ist meine OP-Falle. Ist der da schon drin? Der will gleich herausfinden, dass das nur Puppen sind. Oh nein, aufpassen, dass er uns sieht. Haha. Jetzt habe ich euch. Ihr werdet meine Süßigkeiten sein. Ich werde euch essen. Der will uns essen als Süßigkeiten. Oh nein. Ich hab den bemerkt, dass das nur Puppen sind. Warum bewegt ihr euch nicht? Ich werde euch jetzt essen, Mann. Ah, let's go. Zünd das TNT. Ukri, das TNT wird gezündet. Ich hab was explodiert. Hau
ab! Wow. Das ist krass, dass du so nicht was gesehen hast. Junge, das war mal 10 TNT, Alter! Gefühlt! Junge, was war das für TNT? Nein, Rafa! Oh nein, er hat mich gesehen, er hat überlebt. Er hat überlebt. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass er mich mit so einer dummen Falle kriegt. Oh nein, gar nicht gut. Ach, wir... Wie konnte das überleben? Wir waren das gar nicht. Das war bestimmt irgendwer anders. Warte mal, ich werde jetzt die Zähne putzen. Let's go. Nein, 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 weg, muss die Zähne putzen. Okay. Ich will nicht verlieren. Okay. Wir haben noch eine Falle. Das ist der Candy Store. Und hier vorne sind ganz viele Käfigfallen. Wir müssen noch nicht gegen den kämpfen. Gleich werde ich mich ausrüsten. Verstecken. Und das ist unsere letzte Wahl, während wir gegen ihn kämpfen. Ich komm zu. Was ist das? Ist ja einfach drauf rein. Es riecht nach Süßigkeiten. Lecker. Ich hab gehört, das ist ein Candy Store. Da sind ganz viele Takis drin. Und ganz viel Prime. Takis. Prime ist liebe Prime. Oh Mann, let's go. Er geht rein. Okay, ist reingefallen. Oh ja, das hast du davon, Junge. Gib mir meine Takis. Sofort. Warum überlebt er das, Uchi? Junge, was machst du? Komm mal mit, Uchi. Egal. Einfach ausbauen. Alter, wie hat er das überlebt? Alter, Ukri, gar nicht gut. Renn hier weg! Jetzt meine Alter, der hat meine Takis geklaut und er ist nicht draufgegangen. Alter, warum ist der so stark? Nein, der hat mich fast berührt, Ukri. Da bin ich geschliffen. Okay, Ukri, weißt du was? Unsere letzte Chance. Wir müssen jetzt ganz schnell uns ausrüsten und gegen den kämpfen. Ja, du hast recht, Blacky. Lass uns das machen. Wir werden die besiegen. Komm schnell hinter den Eingang. Aber warte mal, Ukri, ich glaube, der fällt noch auf unsere Käfigfalle rein. Hier vorne sind wir doch. Hör, versuch uns doch zu kriegen, wenn du kannst. Ich lass auch freiwillig meine Zähne putzen. Guck mal, ich mach meinen Mund auf. Provozieren. Kann das sein? Nein, will ich nicht. Guck mal, ich mach meinen Mund auf. Let's go! Er ist drauf reingefallen! Hops genommen zum Lucky, würde ich sagen, ne? Sehr gut. Warte mal, das ist der irgendwie rausgekommen. Ja, ich bin ziemlich beweglich. Leute, das ist schief gegangen. Mein Mund ist doch zu. Nein! Okay, Nuklearbunker. Nuklearbunker. Schnell rein. Putz. Nein, lass mich nicht alleine. Was ist das für ein Wasser? Wir beobachten mit unseren Kameras. Oh, warte mal. Ist das Wasser? Ey, hier ist ein Fenster, wir können eigentlich beobachten. Ey, Ukri, ich nehme jetzt all meine ganze Ausrüstung hier raus. Boah, meine krassen Waffen. Meine Ausrüstung ist auch raus, Junge. Emerald-Apfel, Lapis-Apfel. Bro, ess das alles, Lava-Apfel. Ich esse das Lava-Apfel, ich werde zum Element, Junge. Bam, wir werden richtig krass. Obsidian-Apfel, Lapis-Apfel. Junge, ich gönne mir jetzt alles, Ukri. Hier, und Infinity-Handschuh. Alter, der ist Junge, ich esse Emerald-Apfel, Ukri. Wir übertreiben jetzt komplett, Leute. Damit wir auf jeden Fall... Eine Hand hier, Infinity-Handschuh, andere Arm hier. Da, guck mal, da vorne ist der. Oh nein, gar nicht gut. Warte, ich rüste mich noch schnell aus. Junge, wir werden sowas von kriegen, 100%. Junge, der hat keine Chance gegen uns. Rainbow-Schild drin, Infinity-Handschuh, plus unsere ganzen Obsidian-Äpfel gegessen und hier noch unsere heftigen Waffen, Laserwaffen. Der wird nicht gewinnen. Und Ultra-Diamanten-Sword, Alter, wenn er gegen uns gewinnt, fress ich einen Besen. Und Leute, die letzte Waffe, damit können wir einfach zu Superman werden. Ja, krieg uns doch, ne? Wie gesagt. Ja, werde ich kommen. Und zack. Versuch's doch. Warum passiert nichts? Windelig. Warum passiert nichts? Warum fällt ihr nicht ins Zweite rein? Da muss ins Zweite. Wir haben es geschafft, Blacky! Er ist verschwunden! Ey, Ukri, nee, stopp! Du weißt doch ganz genau, es gab schon andere, die haben das Void überlebt. Wenn der auch einer von den Typen ist, der einfach im Void nicht drauf geht, sondern richtig. Dann kriegt er richtig viel Damage. Nein, das wäre gar nicht gut. Alter, Ukri, hörst du das? Hast du gehört? Ja, ich hab irgendwas gehört. Oh, mein Lieber! Oh nein! Okay, schnell, weg! Ey, nicht da rein, Wo bist du hin? Ey! Hey, Ukri! Junge, Ukri, helf mir! Ist die Falle! Ukri, das ist unsere Chance! Komm da raus, Ukri! Attacke! Weißt du was? Das kriegst du zurück, Ukri! Es ist in unserer Falle! Wir werden den vernichten! Komm einfach her, Mann! Rum mit meiner Zahnbürste! Zahnbürste? Junge, als ob du das schaffst, dass wir es nicht schaffen! Schau mal hier! Wir kriegen dich! Alter, der macht das kaputt mit seiner Zahnbürste, Ukri! Du musst schaffen! Nein! Schieß ab, Ukri, schieß ab! Junge, warum ist der so krass, Alter? Putz,
Friss das, Junge! Oh, du kriegst jemanden. Nein, du hast nicht. Friss das, Junge! Nokia-Handy-Attacke! Das bringt, glaubst du, gar nichts, Okri. Warte mal. Hä? Wird gebracht, Okri. Schieß ihn ab, Junge! Friss das, Bam, Junge! Und jetzt, Alter! Nahkampf, Bam, ich krieg dich! Bam! Oder ich muss das abblocken. Das macht. Ich darf mich auf keinen Fall damit hinten, auf keinen Fall. Okay, alles gut. Kriegst mich die Maus, ich hab ein Rainbow-Schild. Lass dich auf keinen Fall hinten, Simlucky. Das ist super wichtig, sonst wirst du draufgehen. Alter, wie viel Schaden macht der? Der hat mich einmal getroffen, Junge. Nimm nochmal da. Nein. Weg mit dir, Junge, weg mit dir. Fress das, Junge, Batz. Kombination! Nein. Okay, ich muss abhauen. Der macht mich One-Shot. Okay, kämpf auch mal, Alter. Leck ab oder so. Junge, ich denke, boom. Der ist viel zu krass. Junge, wir werden ihn zerstört. Weißt du was? Thanos-Handschuh muss. Ich muss Thanos-Handschuh verwenden. Oh ja. Nimm das. Wow. Okay, und jetzt schießen ab. Schießen ab, Okri. Ich kann nicht mehr lange halten. Okri, muss der abschießen. Komm schon, Okri, schieß jetzt ab. Ich halte ihn. Das Boot. Attackieren, Okri. Bam, das hast du voll. Und jetzt, weißt du, was ich mit dir anstellen werde? Boom, gegen die Wand! Batz, Junge! Was machst du jetzt? Jetzt mach ich mir richtig Damage. Okri, komm! Alter, was machst du mit dem? Weg mit dem! Warte mal, denkst du wirklich, der. Okri, du hast ihm gerade Zeit gegeben zu regenerieren. Was hast du gemacht, Junge? Simlucky, ich helfe dir nicht, Alter. Okay, jetzt schieß ich ihn ab, komm. Junge. Komm her, mal. Batz, Junge. Und jetzt fress das. Boom. Alter, Okri. Hat der es überlebt? Nein. Alter, wie viel Schaden macht der Okri? Aufpassen, Okri. Essen Emerald Apfel. Junge, wie stark ist der? Einfach abhauen, wir haben keine Chance. Lass aufgeben. Wenn wir jetzt abhauen, dann wird dir jeden Sim Okri City die Zähne ziehen. Du weißt doch ganz genau, wir können ihn nicht die anderen im Stich lassen. Ey, Simlucky, ich bin nur eine Möglichkeit. Alter, Okri, der macht zu viel Damage. Der macht zu viel Damage. Stimmt, ich muss zu Superman werden. Okay, Leute. Ich esse den Obsidian Apfel. Was? Simlucky, einzige Möglichkeit. Wir müssen zu Superman werden. Okay. Wir werden jetzt zu Superman, Leute. Wir werden jetzt zu Superman mit dieser Spritze. Ein Abo und ein Like lassen. Komm schon. Wow. Und wow, Leute. Wir haben uns jetzt verwandelt. Und wir sind Superman geworden. Okri, schau dir das mal an. Ich bin Superman. Du denkst damit wirklich, dass du mich schlagen wirst. Oh ja, ich werde dich sowas von besiegen. Das macht mir keinen Schaden, denn ich bin jetzt Superman und unzerstörbar. Und ich kann fliegen wie Superman. Oh ja. Und schau mal, was ich auch auf Lager habe. Und Leute, der will Okri wehtun. Das wirst du nicht schaffen. Ey, Okri, ich helfe dir, keine Sorge. Nein, ich kill die Bob. Warte ab, ich bin noch nicht fertig mit dir. Dafür wirst du büßen. Ja, warte ab, was ich mit dir jetzt anstelle. Du kriegst mich sowieso nicht, Okri. Ich werde dir helfen. Ich werde dem bösen Zahnarzt ein Ende setzen und ich werde ihn nochmal einfrieren. Haha, jetzt bist du mir ausgeliefert. Zerstör ihn. Oh ja, und jetzt friss mein Laser. Wow, Leute, was geht hier ab? Friss das und bam. Boom, wir haben den Thanos aus Roblox einfach hops genommen, Leute. Und damit würde ich sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und auf das nächste Video zu drücken, falls ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt. Und jetzt, ciao, abonniert. Bleibt bitte vor Ort.